Ich guck mal, wie das heißt. Warte mal. Zack. Eppich. Terranil, genau. 5 Stunden 38 habe ich es tatsächlich nur gespielt, ja. Aber Terranil war wirklich cool. Das hat echt Spaß gemacht. Das hat sich auch ein bisschen mal erfrischend gespielt, weil du halt irgendwie auch so ein bisschen immer alles Mögliche immer halt abgrasen musstest und irgendwas dergleichen. Das war ganz witzig. War gut. Terra Nil, wie der Fluss, oder was? Ja. Ein kleines Spiel bei Epic. Keine Ahnung, ich glaube auch so um die 20 € oder sowas. Aber ganz nice. Ach, buntig, ne? Ja. Ja, genau. Aber der Spielstil daran, der war halt wirklich cool. Das hat echt Spaß Naja, ich gemacht. erinnere mich jetzt. Das mochte ich. Hast du dich nochmal umgezogen? Siehst anders aus. Ja. Was? Na gut. Da war Lack und Leder. Und ich habe auf dem Rücken eine steile Möhre. Die zeige ich dir gleich schon mal. Eine ist gut verpackt und eine habe ich am Rücken. okay. Bin latent irritiert, aber wir werden Ja, warte sehen. mal, warte mal, warte mal, warte mal. Während ich tanze, ziehe ich gleich meine Jacke für dich aus. Okay. Sound ist da, das ist schon mal gut. So, warte. Siehst du das? Ja. Mein Rücken. Eine steile Möhre. Ach so, okay. Ja, ich bin ein bisschen Richtung Schuluniform gewechselt. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Die neuen Sachen, da gibt es ein, zwei Sachen dabei, die sind echt ganz cool. Ich habe auch ein, zwei gesehen, dachte ich mir. Oh. Kann man, glaube ich, ganz gut kombinieren hier und da. Ist das ohne Ton? Ach, jetzt? Das hat 5 Sekunden gedauert. Ich hab auch gerade kontrolliert, weil ich oft dachte, irgendwas stimmt mit dem Ton nicht. Hab gerade mal mein Programm, was quasi einen Ton ausgibt, einmal neu gestartet, aber nö. Ich Was auch immer. STGM, dann F7 gedrückt, nichts ist Ja. passiert. Crazy. Er ist schon verrückt. Aktuell bin ich auch echt ganz persönlich in so einem kleinen Mini-PUBG-Hype. Wirklich? Ja, naja, vor allem, weil wir jetzt halt häufig wieder mit Squad und so durch die Gegend rennen. Es hat dadurch ein bisschen was von dem, wie es halt auch früher zum Teil war. Dass das Spiel halt auch gar nicht so relevant war, sondern halt einfach eher so Gruppendynamiken und so. Naja, das stimmt schon. Ne? Also. Ist halt nochmal was anderes, wenn du halt zu viert dann spielst. Das finde ich echt ganz cool, also. Ja, es ist auch die Gesprächsdynamik, die da aufkommt. Aber so ein bisschen gutes Gameplay gehört dazu. Da Ja. hilft das tollste Gespräch nichts, wenn man nur auf die Fresse bekommt. Ein Weil bisschen. dann können wir auch, da kannst du deine Züge weiterspielen, wir reden so ein bisschen, das geht dann genauso. Da können wir aber auch Total War nebenbei spielen. Da können wir das meiner Meinung nach beste LP, das ich jemals gemacht habe, wieder aufleben lassen. Stimmt, ey. Hat so einen Spaß. Ey, ich hätte es mir Ja. nicht zu träumen gewagt. Ich dachte mir, oh, echt, ob das so gut ist, dass ich zugesagt habe. Das dauert ja schon ein bisschen lange. Das waren ja irgendwie 6 Stunden oder so, ne? Und die Zeit ging so schnell rum. Es hat mega Spaß gemacht. Ich trauere dem bis heute nach, dass das einfach keiner sehen wollte. Aber ja. Ja. Irgendwas ist anders. Charles ist so nah dran. Was rauszoomen? Mittlere Maustaste. Naja. Irgendwas passiert? Weiß nicht. Das umgestellt? Ich war's nicht. Moin auch ultra serious.
Ja, genau. Wie Candy gibt's auch Züge. Die besten. Mit denen man kurz vor Schluss auch nochmal aus der Zone rausfahren kann. Beste Strategie aller Zeit. So gut, ey. So kurz vor dem Sieg, was machen die zwei komischen Dudes in meinem Team? Springen zu, fahren 2 Meter, lassen sich abknallen und ich häng da alleine gegenüber rum. Dann. Ich glaub sogar nicht mal, oder? War das nicht sogar so, wir sind beim Rausspringen gestorben? Ja, genau, wir sind rausgesprungen aus dem Zug, haben so viel Schaden dadurch bekommen, waren wir ja dann kurzzeit außerhalb der Zone, dass jetzt der Zonenschaden uns dann instant gekillt hat oder irgendwie sowas war das doch. Ich glaube, ihr habt schon früher beballert das so, dass sie euch schon gerallt haben oder so. Irgendwie. Ja, ist ja egal, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es Fail auf ganzer Linie. Ja, das war. Das war legendär. Ich möchte jetzt nicht sagen, eine dumme Aktion, aber es war eine ziemlich dumme Aktion. Aber witzig, ne? Wir können heute drüber sprechen. Willst du ein Vierfach? Ich hab schon eins. Ohne sowas. Aber im Eifer des Gefechts macht man eh manchmal so komische Sachen. Ja. So habe ich meinen YouTube-Kanal gegründet zum Beispiel. Ich glaube, insgesamt, ne? Ist das so passiert? Ich glaube, keiner dachte, dass das passiert. Nö. Ist passiert. Ja. Also die größeren Kanäle jetzt. So meinst du es, ja. Ich habe es damals tatsächlich nur als Ausgleich gemacht zum Studium, weil mir Studium einfach zu theoretisch war. Und ich wollte irgendwas nebenbei machen an praktischer Arbeit, was mir halt irgendwie auch Spaß macht und von wegen dann irgendwas eher gefühlt für mich. Also so, was da halt auch, was bei mir bei rumkommt. Diese ganzen komischen Nebenstudijobs, die du sonst immer so hattest, das war immer so gefühlt, du arbeitest einfach für fast nichts und eigentlich nie für dich selbst, sondern das hat sich nach diesem typischen angefühlt, immer von mir, ich verkaufe meine Arbeitskraft und nicht, ich mach was für mich. Ja, ja, das kann ja auch, das macht ja auch Spaß, besonders wenn du merkst, es läuft, ne? Du hast eine. Ach, ich höre dich gerade, guck mal hier. Das ist progressiv, das Ganze hier. Zack. Ja, ich hab halt noch so eine komische MK12. Das war halt so befriedigend, so ein Austausch dessen. Also in so einem Zusammenhang und dann, ja, keine Ahnung. Und der Rest, der war halt ungeplant und kam dann irgendwie einfach dazu. So, jetzt red nicht weiter, sonst denken die Leute, es ist ja ein Podcast. Sechsfach? Ich würde nur 6-fach nehmen, ja. Mhm. Jetzt diese Rucksack? Ich weiß gar nicht, ob ich meine Rucksack-Skins nochmal verändert habe. Und weißt du, was es nicht gibt? Warte. Oh, Störsender-Skins. Stimmt. Fällt mir gerade auf. Oder wir haben noch keinen. Aber ja, also ich habe keinen. Ich glaube, spätestens du hättest einen. Brauchst du Rauchgranaten? Ich habe 8. Und noch den Werfer. Keiner. Okay. Ich spreche noch bis auf 5er Muni. Wie mein kleines MGchen. Ah, ich habe auch eins. Ja, geil. Ich hab dir 4 Rauchgranaten markiert. Ja, na, Logo. Podcast. Oder? Ist jetzt Arsch. Geht noch. Jetzt Arsch. Sind die beide vom Stein vor mir weg? Weißt du das? Sind beide am Stein hier. Jetzt kriegen sie doch ihr Auto als Deckung. Oder? Nee. Hab voll erstmal nur auf die Reifen gezielt, weil ich dachte, ich krieg's nicht rechtzeitig runtergeballert. Ja, ich weiß bei dem Auto nicht, wie ich schießen soll. Ja, ja, deswegen habe ich voll auf die Reifen geballert. Die haben halt eine Ridge, ne? Die können, wenn sie sich ducken oder so, können die sich tatsächlich weiter rumbewegen. Ich bin auf jeden Fall noch dahinter. Ja? Also eben hat er noch geschossen. Auf dich, oder? Für mich ging es nicht.
Ja, ist noch dahinter. Wirft irgendwas. Einer läuft. Ist jetzt dort. Ich versuche halt einen neuen Winkel aufzumachen. Das klappt aber bis jetzt nicht. Im Auto jetzt einer. Fast tot. Fast tot? Ja, gut, jetzt hält er sich hinter dem Auto wieder. Ich hätte Nades, ne? Ich krabbel mal noch ein bisschen weiter rum. Vielleicht klappt es irgendwann vom Winkel. Aber es wird ein bisschen dauern, weil ich darf halt partout nicht aufstehen. Weißt du, ob der immer noch hinterm Auto ist? Glaube, ja. Sonst hätte ich ihn, glaube ich, laufen sehen. Der andere ist noch hinter dem Stein. Ja, hinterm Auto noch. Den am Stein habe ich gerade noch gesehen. Hinterm Auto wieder angehittet. Ist nicht so einfach. Ist nie einfach. Ich glaube, jetzt kann ich ein bisschen schneller mich mal wenigstens bewegen. Scheiße, aber ich versuch's. Am Stein hat sich wieder gezeigt. Karabiner. In einem Wrack sehe ich sogar auch noch. Hatten getroffen, wieder am Wrack. Ich sehe den nicht am Wrack. Also, ich müsste ihn eigentlich sehen. Hast du doch gerade gesagt, du siehst ja, ihn. Ja, aber ich meine jetzt nicht. Ach so. Was komisch ist, weil rein theoretisch müsste ich ihn eigentlich sehen vom Winkel her. Er hängt da so zwischen Baum und Auto. Ich glaube, er hat sich irgendwie dahinter gelegt. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter gehen. Geh weiter und schau nicht zurück. Smoken sich jetzt. Die wissen auf jeden Fall, dass ich hier bin. Hier ist einer dahinter. Dann geht die Muni aus. Hey, einer ist schon bergauf gerannt, deswegen. Orange. Nee, noch weiter rechts. Anderes Team vielleicht? Ich weiß es nicht. Aber es hat auf jeden Fall gut wehgetan. Ich versuche auf der anderen Seite hochzukommen. Gut, ihr hättet wieder, orange. Mit zwei Hits eingesteckt. Spielen wir irgendwie Squad oder so? Siehst du, wenn du jetzt einen Nox und nochmal einen Nox, siehst du es oben rechts. Nee, Scott auf keinen Fall, da habe ich nachgeguckt. Der andere ist immer noch hier unten am Stein, also. Gerade gesehen. Ja, den am Stein sehe ich jetzt. Jetzt mal wieder warm schießen. Hittet. Den am Stein oder wen? Die sind beide hinterm Stein jetzt, ne? Nee, einer ist am bei Stein. Orange. Beide zielen auf einer. Mich. Und einer läuft jetzt auf dich zu. Mich getroffen. Knockt. Wen? Das ist ein zweites. Das ist ein zweites Team. Ah nee, den bei Orange hast du genockt. Ja. Ah ja, nice. Also noch treffe ich nicht viel. Jetzt ist noch echt jeder Treffer daneben, jeder Schuss daneben. Muss gleich zurück, ich hab noch 30 Schuss. Hab ihn getroffen. Wen? Kannst du den markieren? Hab ihn. Danke, endlich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir von mehr Leuten gesprochen haben jetzt. Als zwei. Ja, der war instant, also es wird schon irgendwie gepasst haben. Komm, kommt. Next Pause.
Okay, Ben, dann viel Spaß in der Mittagspause. Puh, das hat sich auf jeden Fall noch nicht nach guter Waffenkontrolle angefühlt, das sage ich dir. Ich habe ein paar Mal schön daneben geballert. Schade, dass, ja, die erste Runde. Schade, dass sie mich so früh gesehen haben. Das mit dem Laufen hat nämlich eigentlich ganz gut geklappt. Krass, der Sturm stellt auch den Störer in der Rucksack. Jetzt macht er Doppelschaden. Die Zone und das Ding. Okay. Ja, eigentlich hätten wir sie im Auto erwischen müssen. Ich zumindest. Ja, wahrscheinlich schon. Wie gesagt, ich dachte, ich sehe die nur kurz. Deswegen habe ich versucht, auf die Reifen zu schießen. Damit er sich halt dreht und dann ist er aber trotzdem hochgegangen. Ich hab den anderen schon gelootet? Ja, ne? Ja. Die haben beide nur 7er Muni. Oh, Schweinerei, oder? Aber ein 8er hat er dabei. Vom PSR brauchst du den? Ne. Ich hab genug 7er. Ozzy, ja, ich brauch aber keine 7er. Nee, Ozzy meint's zu mir, aber ich hab genug. Na, ja, guck mal da. 40 Schuss Reserve für einen Karabiner, easy peasy. Reicht ganz locker. Da kann man schon mit 10 Schuss schon mal gut auskommen erstmal. Ja. Hast du das Ding hier schon komplett gelootet? Nee, ne? Mhm. Bin hauptsächlich nur durchgerannt, um halt einen besseren Winkel auf die zu bekommen, das war eigentlich alles. Auto? Ja. Ja, ich kann nichts machen, hab keine Muni. Sind die noch dran? Am Auto? Ja. Zwei? Ja, ich glaube, ja. Muss mir jetzt aber heilen. Ich brauche eher 5er, das ist mein Problem. Ich habe jetzt noch 60, ich habe 67 Schuss total und 7 geladen. Jo. Ich komme trotzdem mal näher. Ich wollte einfach nur die Zone. Ein paar Mal habe ich sie getroffen. Ich habe ein paar Granaten, warte noch kurz. Ich muss. Da klappt noch gar nicht. Aber wo sind meine Nades denn bitte hingegangen? Oh, einer ist weg von denen. Muss ich mal kurz angucken. Ja, die Sache ist, er hat mich vollkommen legitim gekillt. Ich würde ihn trotzdem tatsächlich melden, weil er Level 12 ist. Ich habe ihn schon gemeldet. Also aktuell ist es halt echt schwierig. Der also war jetzt nicht schwierig. Ja, aber da geht ein First Person und geht wieder raus. Ist egal. Jemand mit einem frischen Account aktuell, der das Spiel spielen kann, das reicht eigentlich im Endeffekt. Aber ich habe ihn nicht mal gemeldet, weil ich es geplant habe. Ich hab gesehen, 12, 2 M24-Geschütze, die haben beide gesessen. Beides wäre möglich gewesen, aber nach den letzten Tagen reicht, ganz ehrlich, reicht der absolut kleinste Minimalsverdacht bei mir, dass ich die Leute erstmal melde. Die sollen ja nur überprüft werden, ist ja alles. Bei mir reicht kein Verdacht. Und die sollen nicht überprüft werden, die sollen direkt rausfliegen. Aber weißt du, einer, der mit Level 12 rumrennt und das Spiel spielen kann. Ja, was hat er denn die ganze Zeit bitte gemacht, wo er das Spiel gelernt hat? Erzähl mir doch nichts. Das ist definitiv ein neuer Account und damit werde ich ihn immer definitiv auch melden. Raytrail gespielt. Mal geübt. Ja, was? Was hat er gespielt? Raytrail? Ja. Ach, das hat er geübt, meinst du, oder was? Ja, das kann natürlich sein. Aber ich habe auch. Wer mit Zügen umgehen kann, der kann auch PUBG spielen. Aber ich hätte noch haben können. Ich hab nur gut daneben geschossen. Hä? Wieso spielst du nicht mit dir? Hä? Bei mir steht, du bist noch in der Lobby, also du spielst noch. Nö, ich bin jetzt gerade mit irgendjemand anderem drin. Ne? Hä? Also ich bin mit dir in der Lobby. Ich komme mal wieder raus. Ja, ich war mit jemand anderen gerade auf
einer anderen Map in der Lobby. Nice. Ja, daran erkennt man doch, dass PUBG einen Schlag weg hat. Was sie immer verkacken müssen, ey. Immer wenn sie das irgendwas einfügen, fügen sie irgendeinen Scheiß mit ein. Ich finde das jetzige Update gar nicht so verkehrt. Die Bugs, die sie mit einbauen. Meine ich ja nur. Ja, da. Okay, jetzt bin ich wieder mit dir drin. Bist du raus? Ja. Okay. Nacht und Weekendy war das, ne? Ja, ach, Weekendy reicht. Das ist das Einzige, was mich wirklich richtig abfuckt. Halt, die Server-Performance zum Teil. Das ist jetzt mit dem letzten Update auf jeden Fall wieder schlechter geworden. Ja, sag ich ja, das nervt mich. Ja, ist halt so ein Auf und Ab. Mit dem vorvorletzten wurde es schlechter, dann haben sie es wieder verbessert, dann wird es wieder schlechter. Und so, das ist immer gleiche. So ein bisschen crazy. Müssen länger draußen bleiben, ist die gleiche Runde bestimmt. Ja. Aber wieder raus. Ja, das ist doch halt absoluter Bullshit. Wenn die Basis nicht stimmen, dann können sie von mir aus updaten, was sie wollen. Aber die Basis muss halt stimmen. Ja, hab ich gesagt, also die so Geländeveränderungen bei Rangel, die sie jetzt gemacht haben, das finde ich echt ganz okay. Ja, was nützt denn mir die geilsten Felgen, wenn der Motor da unten verreckt, ne? Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Vor allen Dingen halt, wie gesagt, die müssen es dringend schaffen, ihre Server zu stabilisieren. Also, ja, oder? Was du ja vermutest, ist dann der Mischmasch an Leuten. Ja, ja. Dann sind es nicht die Server. Ja, müssen die Leute halt, ne, Lock. Ein bisschen länger warten und dafür hast du halt wieder Leute mit dabei mit einer geringeren Ping. Irgendwie sowas. Ja, oder die mit der hohen Ping halt gar nicht spielen zu lassen, ne? Also. Ja, ja, die haben ja, irgendwo haben sie wahrscheinlich eine gute Ping. Nur halt da, wo sie halt herkommen, ne? Also, dann soll... Mit der Eisenbahn? Nee, mach mal Handy geklingelt. Also. Sollen sie, also, ne? Ist ja kein Problem, also. Ich check halt bis heute auch immer noch nicht so ganz, was es halt soll, weil wenn wir mit einer europäischen Ping jetzt auf irgendwelchen Asia-Server spielen, dann müssen die doch auch abkotzen. Also, die haben doch auch eine super hohe Ping. Eine Frage habe ich. Nutzt du noch polyphone Klingeltöne? Nee, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr, also eigentlich benutze ich halt gar keinen Klingelton. Ich habe nur vergessen, es beim letzten wieder auszustellen, weil eigentlich ist mein Handy immer auf lautlos gestellt. Okay. Den habe ich irgendwann mal, das ist aus der YouTube-Bibliothek, habe ich den irgendwann mal rausgezogen. Dachte mir, ach, für so Klingelton ist der eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann habe ich mir den noch reingesetzt und habe das nie wieder geändert. Wann hast du es rausgesucht? 95? Ja, so ungefähr. Ja. Es klang fast so wie diese Kinderteile, wo du irgendwo draufdrücken kannst, dass dann, ne, irgendwelche Lieder abspielt oder Geräusche macht. Dahin? Boah, ist mir egal, auf der Map ist. Ist es auch. Manchmal ist der Rand der Karte nicht so verkehrt und dann weißt du, dass du nicht von 360 Grad angelaufen werden kannst. Da springen schon welche hin, by the way. Ja, wenn nicht, können wir noch ausweichen. Die. Drei. Dann orange. Und der vierte kommt hinterher gerade. Ah, die sind auf jeden Fall schneller als ich. Dann spring ich zu orange. Jetzt musst du aber noch irgendwas musst du noch erwähnen, Max. Ich? Was? Ja. Wie? Sag's einfach. Tu's. Wir müssen uns beeilen. Achso, ja, um die zu pushen, meinst du das, ja? Oh, wir sind nicht alleine? Das zweistöckige Haus neben dir, ich hab's versucht zu markieren. Ja, keine Sorge, hier gibt's keine Waffe. Jetzt habe ich was. Warte mal nach. Ich höre nichts. Ich hab zwei Granaten. Versuch's. Das zweistöckige neben mir. Ja, ich sehe ihn unten drin. Unten, hast du gesagt? Ja, ja. Blade von Arsch. Blade ist drin. Nichts getroffen. Er geht hinten raus.
Rechts rum, links rum, siehst du es? Auf ihn. Gut. Steck mal sein. Rest des Teams ist oben. Da sind oben sind aber viele hingesprungen. Der muss nochmal irgendwie komplett woanders und unterwegs sein. Ja. Ich würde den aber, glaube ich, recht schnell rausnehmen wollen und weitergehen. Und zu den anderen vier. Tja, so eine klitzekleine Weste wäre schon nicht verkehrt. Ja, habe ich leider auch nicht. Weder eins noch eine bessere. Aber Sechsfachvisier. Ich hab. Warte mal. Es ging noch nicht auf mich, aber die auf jeden Fall oberhalb sind sie schon. Ich gehe schon mal. Ist auch keine Weste, aber. Mit. Ja, ich habe auch keine. Zwei Sechsfachvisiere aber dafür. Kannst du eins rausschmeißen schon? Gleich da. Liegen zwei Visiere am Stein. Okay, die kämpfen doch nach unten. Ich gehe ein bisschen rechts rum. Oh, einer noch. Oh, nächstes Team. Unten aus dem Tal. Ich hab's gesehen. Shit, wurde gerade hochgeholt, glaube ich. Orange. Ihm müssen sich auch decken. Ah, toll, ey. Wir müssen ihm nahezu zeitgleich in den Kopf geballert haben. Mörse auf 240. Mhm. Die aus dem Tal pushen das Gelände jetzt hier übrigens. Welches? Vom wo denn? Ja, von hier. Okay. Ich glaube, die haben es hinter sich, so wie es aussieht. Ich hätte so gerne Weste. Ich habe einen Kill bekommen, ja. Mhm. Oh, gehen wir ran. Wollen wir? Go. Richtung Orange, die anderen. Ja. Aber sie sind schon hier dran, ne? Ja, ja, ja. Keine Mist. Ja, ich auch nicht. Das ist echt kacke. Fühlt sich nicht gut an. Shit. Siehst du was? Weißt du was? Ja, gar nichts, sehe gar nichts. Was ist denn los? Da müssen sie im Zentrum irgendwo sein. Ja. Steps. Ja, was? In der Halle, oder? Ja. Einer außen, in der Richtung Tal. Müsst du einen Header haben? Hier direkt hinter. Der andere flankiert mich jetzt. Wo ist denn der hin? Einer kommt zu mir rein. Schön. Einer ist bei mir. Der kommt bei mir hinten lang. Läuft hinter meine Halle. Der kein. Hab ihn. Gut gehabt. Steht doch nur den Rolli erwischt. Boah, der hat eine Dreierweste. Jetzt leider fast so gut wie kaputt, aber trotzdem. Oh, Karabiner. Ich leg hier was raus. Mündungsfeuerdämpfer, so ein Spaß. Wenn da kein Kompensator dabei ist, brauche ich es nicht. Charlie-Eier, kann ich dir andrehen? Ja, würde ich nehmen. Ich leg's dir hier mal rein. So ein bisschen Medi wäre noch geil, aber ich glaube, hier war noch die Kiste. Hier. Koffer vor allen Dingen, ja. Habt ihr die Hälfte gegeben gerade? Danke. Also rausgelegt. Brauchst du Verbände? Nö, nö, nö. Das passt. Ich hab einen restlichen Rucksack auf. Taktisches wäre noch irgendwie ganz cool, aber. Pff. Willst du einen Vektor spielen? Wir werden angelaufen im Westen, 300 Grad oben am Hügel.
wie er herkam. Ich habe kein Gespür momentan fürs Quickscopen. Hab einen Treffer. Genau. Hast du nochmal markiert? Du bist orange, das müsste dringend ändern. Naja. Zwei Leute auf jeden Fall. Sagen, scheiß hast du markiert, scheiß hast du markiert. Wir sind auch nicht mehr drin, aber wir sind näher in der Zone als die. Ich hab's nicht gesehen bisher. Er hat sich nach dem ersten Treffer direkt zurückgezogen. Wahrscheinlich nehmen sie jetzt eine andere Route rein. Na, vielleicht laufen sie links runter einfach dann rein. Können wir auch machen. Ja, oder können wir machen. Das ist ja ganz gut und können wir uns ja schon gleich warm spielen für die Abendrunden. Sie sind wieder zu sehen, 305. Hier. Ja, gesehen, danke. Der andere ist weiter links. Ich treffe nichts mit der MK. Was? Ich bin auch noch nicht echt gut dabei, was das Ziel angeht. Das ist alles noch. Ich mag die MK nicht. Fühlt sich noch ein bisschen schwabbig an. Das sieht fast so aus, als wenn sie sich weiter zurückziehen. Wir können hier am Berg entlang laufen, dann kommen die eigentlich nicht mehr an uns vorbei. Wegen dem breiten Rücken? Klar. Sesel, die laufen nach links. Da habe ich gerade einen gesehen. Immer noch Blubbebä. Schönen Sonntag dir auch. Japp, die laufen. Sesel alle beide noch. Hier schön breit aufstellen. Jetzt müssen wir näher ran. Ach Mist, ey. Ersten auch schön daneben gesetzt. Also, ich bin auch super hölzern an der Maus. Keine Ahnung wieso. Eigentlich nach gestern, seit ich gesagt, müsste wahrscheinlich heute relativ entspannt gehen, aber ich noch gar nicht. Ich habe sogar ein, zwei Nades. Das müsste sogar fast reichen. Reicht auch. Sogar zu weit geschmissen. Zum dritten Mal jetzt genockt. Yuppie! Der war gar nicht genockt. Na, einer nicht, ne? Ne, den ich gerade getroffen hab. Achso, ja. Ich hol mir nochmal schnell einen Helm. Ich hoffe, die haben noch einen. Also einer hat mit Sicherheit keinen mehr. Den ich jetzt getroffen hab, den hab ich nicht im Kopf geschossen. Also einen Helm habe ich fliegen sehen. Panzer 2 Helm, nice. Brauchst du noch Medic-Stuff? Ja, ne? Stimmt, ne? Nö, es geht. Ich hab zwei Koffer, drei Buffer. Buffer geht immer, aber ja, ne? Ja, ich hab was mitgenommen. Hier fährt ein Buggy. Kommt ein Stück weit auf uns zu. Buggy? Oder was? Ja. Der ist jetzt ungefähr hier. Pusht er uns schon? Nee, der kommt leider nicht auf uns zu. Die einen sagen so, die anderen so. Jetzt bewegt er sich. Hier auf jeden Fall zwei Leute. Das sind nicht die Buggy Boys, also da gibt es mindestens zwei. Mal Koffer raus. Okay. Halt keine Ahnung, was hier Richtung Süden geht, ne? Gar nichts. Gar nichts. Jedenfalls sehe ich nichts.
Oh, ja, muss man laufen. Ich glaube, wir können uns dort mal auf den Weg machen. Können wir relativ straight. Oh, lass uns nur mal hier reinschauen. Ich habe einen Schlüssel. Kann man machen? Ich brauche eigentlich wirklich nur noch Attachments für die M4 oder sowas. Ja, die müsstest du ja da bekommen. Immer noch Regie Forcée. Achtfach zum Beispiel. Das ist geil. Naja. Naja. Ist nochmal dieses Nothilfe-Set. Da kann ich die schneller hochholen, ne? Keine Ahnung. 23 Wang. Ja, hab ich. 23 Wangpolster, aber kein einziger Griff oder so. Das war ein bisschen eintönig, das Ganze da unten. Da haben sie einen Drop geholt. Hinter meinem Marker noch, der Berg dahinter. Mhm. Ja. Links von uns hat es noch geschossen. Ich will mal kurz mal rüber gucken. Wahrscheinlich so Atahul, ne? In die Richtung. Ja. Ist hier auf Anhieb nischt. Ich würde trotzdem Richtung Drop laufen wollen. Heißer, schwarzer. Der ist schon längst kalt. Sehe nichts. Lauf weiter. Ah, so ein MG3 hier auf der Map ist auch wahrscheinlich ganz geil. Schön irgendwo hinlaufen, in irgendwie welche durch ein Tal rennen oder sowas. Bin drin. War ja einfach. Ja, in unserer Ecke scheint nicht allzu los sein. Oh, ich glaube, da sehe ich was, oder? Ja, hier. Na, ich guck erstmal nach Südwesten, dass wir da nicht mal angelaufen werden. Die haben uns auch noch nicht auf dem Schirm. Ich schieße auch noch nicht. Guck auch erstmal, was es hier noch so gibt. Die haben auf jeden Fall einen erwischt. Kontakt. Könnte mich gesehen haben. Shit. Das Gelände scheint besetzt zu sein unter uns. Bei Orange hatte ich gerade einen genockt. Die wissen jetzt also, dass wir hier sind. So lang laufen wird schwierig. Ja, rechts rum können wir auf keinen Fall, da laufen wir auf 1-2 Teams zu. Ja, links rum habe ich uns, glaube ich, gerade verbaut. Obwohl, wir können den Berg hier bis vorne, wir müssen noch reingehen. Ja, Deckungsmöglichkeiten haben wir links rum. Die sind dann halt aber über uns in unserem Rücken. Und aus der Richtung müsste auch noch mehr kommen, außer den beiden. Ich sehe auch was, 30, 2 Mann. Dann doch lieber rechts rum, weil die wissen im Zweifel noch nicht 100% wo wir sind. Aber die werden uns von dort auch beschießen können. Ich glaube, ich gehe trotzdem erstmal hier lang. Das geht, das geht. Wir kriegen hier ein bisschen Deckung rein. Ist nicht optimal, aber... Die werden auch gleich beschäftigt sein, links. Die anderen schießen jetzt auf mich rechts unten. Wir müssen hier oben bleiben, Micha. Geht nicht anders. Hier sind wir drin. Orange. Wenn du hier dich hinlegst, so ich bin bis auf jeden Fall safe in alle Richtungen. Obal, auf Südosten sind welche? Unten einmal getroffen.
oben nerven, auf Südosten. Oben einmal angeschossen. Meinst du die auf Südosten? Was meinst du nee, mit oben? Nee, nee. Osten. Straight Osten angeschossen. Wir müssen ein bisschen auf die Zone gleich hoffen. Ja, sauber! Lauf den Berg links, den Geländer an, die zwei Dudes. Mhm. Einer läuft. Neben. Treffer am Stein. Hab ihn knockt. Ich glaube, die haben das so getan. Nee, Granaten kommen. Die sind immer noch. Sehr gut gehittet. Meine Blend war das? Ja, ich glaube, die haben nur noch angetäuscht. Die kommen, glaube ich, nicht. Weil deren Granaten sind natürlich trotzdem nicht geil. Wenn davon mal eine sitzt, bin ich weg. Er hat sein Mate nicht unten wiedergeholt. Woo, danke. Oh, ein schöner Schuss. Halt einer ist links von uns und einer in der Ruine selbst. Einer ist doch näher rangekommen, sagst du, oder wie? Nee, nicht näher. Genauso weit wie vorher auch. In der Ruine habe ich gesehen, den links nicht. Wir müssen runter. Jetzt sind sie beide in der Ruine. Fuck. Ich bin nicht geheilt. Tja, es wird eklig. Wir können versuchen, noch rechts lang zu laufen, aber die werden uns trotzdem sehen. Ich glaube, wir sind relativ spät. Die laufen. Die laufen bei sich, glaube ich, runter. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich würde sagen, wir versuchen es. Ja, wenn die jetzt aufwechseln, dann müsste es ja gehen. Mal unten werden auf jeden Fall welche sein. Guck mal, hier können wir mindestens ein bisschen laufen, aber 11 Sekunden halt, ne? Vielleicht werden jetzt abgelenkt. Es gibt auch nur noch einen außer den beiden. Der wird hier 100 pro hier irgendwo drin gammeln. Die haben nicht gecheckt, dass wir losgegangen sind. Ich sehe ihn immer noch oben. Alle beide. Der Einzelne, Max. Der Einzelne. Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Wird beschossen. Zielen von oben. Ja, ja, ich habe mir einen gefunden. Der liegt hier rum. Der hilft dir aber. Der hilft die oberen. Der schießt auf die oberen. Okay. Ach Mann. Sie da immer noch so sehr die Kante halten konnten trotzdem. Was der unten war halt camperisch unterwegs, hätte so viel auf dich schießen können die ganze Zeit schon. Hm. Er hat auch nicht auf die oben geschossen. Aber halt in der Hoffnung, dass der Letzte sich noch ein bisschen preisgibt. Und dass die halt den Berg runterrennen. Ich hatte eigentlich darauf gewartet, die gleich dann beschießen zu können. Mhm. Ja. Wenn mal kurz AFK. Jo. Achso, nee, warte mal, lass uns mal tauschen. Ich verlasse mal das Team. Mal noch Xaros. Moin noch Mr. Piano Mann, moin moin. Passt es jetzt? Bist du der Horst? Ja. Ja, ne? Okay. Jetzt bin ich auf K. Ein bisschen warm spielen muss noch sein. Aber es war ja schon mal ein bisschen besser. Wenn nicht, spielen wir zwischendurch einfach nochmal ein bisschen Call of Duty. Ist ja auch gar kein Problem.
Obwohl ich meine erste Waffe ja sogar schon durchgelevelt habe. Was ein bisschen traurig ist. Das ging irgendwie relativ schnell. Ja, es macht schon Spaß, wenn du eine so eine Waffe hast, die dir richtig gut findest. Der eine Karabinerschuss ist aber, ja, aber ich habe die Runde so, habe ich mit dem Karabiner daneben geheizt. Da fehlt noch der Flow. Und dieser Moment, dass du einfach locker an der Maus bist, das ist halt so. Gerade beim Karabiner musst du ganz, ganz, ganz locker sein. Und dich halt beim Zielen nicht versteifen. Sollte dann mit der Hand eigentlich nur ranpresst und deinen Unterarm nicht mehr bewegst, dann ist immer Kacke. Dann wird das alles nichts. Dann verreißt du alles, überreißt immer die Maus und irgendwas ist immer doof. Man muss ja erstmal ein bisschen, ne? Das kommt dann aber meistens irgendwie so nach so ein paar Runden. Und dann immer besser. Kann man sogar tatsächlich ja relativ einfach üben. Da gibt es ja sogar Programme für. Da kannst du dich dann quasi wirklich so ein bisschen, was das angeht, so ein bisschen warm spielen oder so. Aber ja. Ich habe Railgrade vorher gespielt. Das muss reichen. Aber eigentlich ist es ja jetzt ja auch nichts anderes außer warm spielen dann für heute Abend halt, ne? Ja, da. Bebe. Danke. Wie hart kickt SBMM, Micha? SBSM? Was ist denn das? SBMM. Skill-Based Matchmaking. Ach, bei Call of Duty. Ja, da hätte ich einfach einen guten Misch machen, muss ich sagen. Ist okay. Moin, bist du 11 mal noch Lütchens. Ja, ja. Nur mit seinem Gleichen zu spielen, ist immer ein bisschen blöd, finde ich. Obwohl ich immer noch dabei bleibe, ich finde es nicht so richtig schlecht, weil die Kacke muss es dann halt immer für die sein, die du dann voll wegrasierst, weil die halt super schlecht sind, weil sie mit dir in die Lobby kommen. Anstatt, dass sie mit Leuten in die Lobby kommen, die halt ähnlich schlecht sind wie sie selber. Ja, ich habe auch keinen Bock, immer jede Runde hart zu strugglen, um wirklich hart vorne dabei zu sein. Aber für die anderen, die halt schlecht spielen, oder schlechter spielen, jetzt ist es doch voll scheiße. Hoffen, dass jemand dabei ist, der noch schlechter ist. Hm. Das gibt's ja eigentlich immer. Im oberhalb 2. Man kann die Range halt vielleicht ein Stück weit weiter ausbauen, ne? Einer geht hier rein. Bei uns? Kacke, ich darf ihn alleine. Die können sich vielleicht sogar gesplittet haben, wenn ich es richtig gesehen habe. Also einer oben und einer bei gelb, wenn ich es richtig gesehen habe. Oben heißt aber Dings oben, Minas oder was? Ja. Aber einer in gelb drin. Ja. Ja. Ist noch was gelandet? Das war's nicht, du. Ja. Wo denn? Richtung kleines Haus Norden, hätte ich gesagt. Ich schau mal eben. Das Haus unterhalb, ne? Ist aber nichts. Eine Tür offen, der kann von der Seite reingegangen sein, aber ich sehe jedenfalls nicht. Ja, ich würde gerade sagen, da kannst du ja fast überall reingehen. Leider kein Visier. Komm noch kurz runter. M4 Zweierhelm liegt hier übrigens. Ich hab erstmal eine Bison und eine M416, das passt. Ist hier irgendwie ein Visier? Und eins gefunden. Ha, Rotpunkt. Oh, das Schneckenmagazin, das sieht so krass aus wie ein Charlie immer. Ich hab ein Visier, sehe ich gerade. Ja, ja, ich weiß, dass man hier. Du musst nochmal einen Rotpunkt, wenn du willst. Und eine Dragoon auf, obwohl die nehme ich mal. Und noch Rio Blanca. Beide unter uns. Schön. So. Beide, ja? Ja.
Aber es war nichts mit Gelb, dann ist bei Gelb vielleicht noch was, ne? Mhm. Ja. Der piekt oben. So. Instant. Wenn du jetzt runterspringst, kannst du mal gucken, ob der Fallschirm noch da ist. Ja. Noch da. Sehr schön. Ist das Leertaste oder F? F, glaube ich. Ja, doch. Ich glaube, müsste F gewesen. Hey, der hat schon direkt hier losgelassen. So ein Arsch, ey. Was ist denn der zweite, den du hier erwischt hast? Am Auto. Am Wrack. Aber oben ist es auf jeden Fall was gesprungen. Dann waren es wahrscheinlich irgendwie nochmal einer mehr. Ich würde gerne wissen, wer das gewinnt. Dann schmeiß mal bitte die Dings raus. Die nehme ich erstmal. Hast du gerade gelacht? Ja. Hast du ein bisschen. Hast du ein bisschen 7er für mich? Ja, danke. Hast du rausgelegt. Brauchst du 5er Muni? Ja, auf jeden Fall. Ich hab jetzt 90 Schuss. Gut. Beim Einzelnen bin ich jetzt mittlerweile echt skeptisch. Jetzt hat mir schon ein paar Mal irgendwie einen dabei, der uns irgendwie versucht hat, irgendwie einzeln anzugehen. Und das aber auch jedes Mal, wenn wir jetzt irgendwie auf Twitch PUBG gespielt hatten. Deswegen würde ich, glaube ich, sogar mal echt rechts hochgehen wollen und mal gucken, wie der heißt. Weil ich habe als PUBG-Partner tatsächlich die Möglichkeit, Leute zu melden, wenn die halt Stream snipen zum Beispiel. Wir hatten gestern einen dabei, der hat uns im Squad quasi, hat er uns zugesetzt. Ich hab ihn dann erwischt, aber... Und bekannter Name? Nö. Also, für mich jetzt jedenfalls nicht. Kann sein, dass er bekannt ist, aber... Aber ich bin da ja auch bei weitem halt nicht so in der Szene, ne? Nee, ich meine jetzt... In deinem Umfeld bekannt. Nö. In der Szene gibt's keinen. Es gibt keinen Bekannten, der Third-Person spielt, würde ich sagen. Wahrscheinlich nicht, ne. Ja doch, also ein, zwei gibt's ja schon. Hier, Austrian Hope, den kennen wir ja. Ja, ich meine jetzt... Der ist cool. Größerer, groß. Dingens. Nö. Name unbekannt. Ist er so oder ist er auch dir unbekannt? Er ist mir definitiv unbekannt. Okay. Eine Barrel und eine Schroti hat er gespielt. Brauchst nichts, ne? Genau. Okay. 9er Muni brauche ich noch. Der hat 19 für dich dabei. Noch habe ich die Bison. Das müsste mich mal langsam heilen, sehe ich gerade. Brauchst du was im Heilen? Nö. Oh, hier ist ein Ace. Nimm ich die Ace. Aber da war es gerade geil mit der Drago noch, ne? Ein Kopftreffer, zack. Die 100 Meter haben gereicht. Ich fand die Bison gerade ganz geil mit der Muni. Na, hier hast du nochmal 19 Schuss. 15. Ich hab's weggeworfen. Komm, ein Auto vorbei. Ist die Bison nicht mehr so geil. Geht ganz schnell. AR-Magazin? Ja, ich glaube auch, dass die Dragunov in der Stadt zum Beispiel mehr Vorteile hat als ein Karabiner. Da hast du eher nähere Distanzen. Ist noch mehr 9, ne? Höhere Schussfrequenz. Ja, spielst du nicht mehr. Ach so. Höhere Schussfrequenz. Ja, ach. Die ist mit Sicherheit auch irgendwie ganz witzig. Aber... Aber ich bleib bei meinem Karabiner. Wo ich mir eigentlich irgendwann mal den Tritt geben sollte und mal gucken, dass ich zu M24 wechsle. Jedes Mal, wenn ich die notgedrungen spiele, habe ich das Gefühl, ich treffe eigentlich mit der besser. Also die Flugkurve und allem scheint mir eigentlich mehr zu legen als die vom Karabiner. Ja, aber der Karabiner ist auch geiler irgendwie. Ja, der hat halt mehr Stil. Ja. Ich würde vielleicht noch zur Mosin wechseln, ja. Ja, Mosin finde ich eh nicht geil. Ach, war doch nur Spaß. Also ähnlich, nicht ähnlich. Was? Das war doch nur ein Spaß. Ich spiele eh beides. Mir egal welchen vorbei ich habe. Nur halt keine M24. Und noch Michael P. Hey. Aber die haben beide Stil. Das ja, genau. Ist es. Ja, für den Fight halt unter 100 Metern. Na, da ist es ganz geil. Mit der Dragunov. Dann kannst du halt den mit dem Kopfschuss eine One-Shotten. So, dann passt das so halbwegs. Das ist es. Das ist es auch.
Aber ist dann halt zum Teil auch mega frustrierend, wenn, sagen wir mal, einer dann vielleicht so 102, 103 Meter entfernt ist und der Nötigkopfschuss dann halt aushält. Ja. Geht. Weißt du im Zweifel eh nie genau. Sind es jetzt 100, 102? Wir hatten es gestern quasi von der anderen Seite. Ellie hatte sich gestern mal einen SOD-Schuss gefangen und da hatte die dann auch irgendwie nur noch so 2-3% Leben übrig, wo du weißt, upp, ein Meter weiter nach links gelaufen sozusagen, dann wäre es das gewesen, dann wäre sie genockt. Mhm. Was ist hier vorne noch? Wollen wir den Rest laufen? Gehen jetzt direkt auf welche zu. Ist noch weiter weg gehört, oder ja? Ja, aber... Kein Bock, dass sie den Wagen hören. Sehen, Schießer, hier im Haus. Wollen wir gleichzeitig? Das ist gerade. Oh, warte, ich muss zu dir rum, ich sehe ihn nicht. Oh, Mitte. Direkt in der Mitte. 3, 2, 1. Okay, sorry. Hm? Früher geschossen, so wie es aussieht. Also, nee, ich gewartet, jetzt habe ich mir den Kill sozusagen geholt. Ja, ich hätte ja schießen können, ich habe gewartet wegen dem Karabiner gerade, deswegen. Mhm. 3, 2, 0. Ja, so ungefähr. Noch einen Reifen weggenommen. Wenig 7er Muni. In der Hütte über dir. Da ist noch 7er drin, da liegt ein AK. Boah, ich gehe mir die Muni holen. Aber wir können... Auto? Glaub, Auto? Oder Flugzeug? Auto. Mist. Einer läuft nach links, zur Hütte wahrscheinlich. Beide. Sind sie da schon am Stein? Nee. Einer jetzt hinter der Hütte, die laufen noch weiter rum. Ah ja, komm schon. Die war so gut. Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Ich weiß, der ist direkt vor mir. Der läuft zu ihm hin. Hat mich gelockt. Sauber! Du hast eine Granate geworfen? Ich hab noch meine geschmissen, ja. Ey, ich bin erst mal zurückgewischt, weil ich dachte, ich wusste nicht, woher sie kam. Ich hab's nur wirklich so am Rand des Bildschirms gesehen. Wusste nicht, in welche Richtung sie springt. So eng. Die SL, nein. Ich hab gerade geschossen. Ja. Waren die Hacienda Boys, ne? Das goldene Auto. Gibt's doch nur da. Hast du es auch gehört? Ja, so eine Art Fahrradrauschen. Tütüm, tütüm. Nee, das hat hier wie so System-Sounds. Nee. Aber welche, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gehört habe. Hm. Nee. Naja. Ja, die beiden nichts Schönes, bis auf die Attachments. Die Dreierwest hast du gesehen? Nee. Ganz, ganz unten. Ja, nämlich. Zu unserem Bulli zurück. Aber bei denen dürfte es ein bisschen schwer. Nee. Die haben wir gut. Oh, die hast du gut. Ich habe mit der SLR, mit der Trago drauf geschossen. Im Auto habe ich nicht gut getroffen. Ich glaube, 1-2 oder so maximal Treffer. Die SLR kann, egal auf welche Distanzen, nicht One-Shot beim 2. Also bei 100 Leben. Alles klar. Aber nee, das kann sie nicht. Es kann von den DMRs nur die SVD und nur unter 100 Meter. So, nun mal den Partybus, hä? Würde erstmal wieder dauern, hier irgendwo hochzukommen. Oh, ich hätte mir noch einen Koffer mitnehmen sollen. Wie wärst du?
5 und Medikit. Naja, ich habe nämlich viele Energies, aber ansonsten nicht allzu viel. Ein Koffer. Ich glaube, ich halte schon mal fest, es ist besser als gestern, vorgestern. Die Server-Performance bis jetzt echt ganz angenehm, ja. Ja, ich meine so generell. Na, ist gut. Heute Abend. Ich hab mich schon nicht mehr so hart auf. Ja, ich glaube, ich liege bei ihr an der Uhrzeit ausgewählt. Bist du denn heute Abend überhaupt? Ja, heute Abend kommt PUBG. Nein, gar nicht. Doch, heute Abend kommt wirklich PUBG. Nee, da wechselst du, Mann. Du bist ja nicht Herr deiner Pläne. Was soll ich denn wechseln? Spider-Man 2, City Skyline 2 und Alan Wake 2 kommt erst alles noch. Wir könnten so tun, als ob. Okay. Na dann, was hättest du denn gern für ein Spiel? Ich hätte gerne einen Clouder-Talk. Just chatting. Wieder nicht. Der. Vielleicht. Wieder, wieder nicht. Mal links von uns rauch. Hier oben steht ein Auto. Mhm. Es sind aber auch zwei, leicht drei insgesamt sogar. Ich würde dein Auto alleine schon nehmen wollen, weil es cooler ist und schneller ist als unseres. Der ist bei mir. Direkt bei mir an der Leiche. Schön. Da kam aber nochmal Schüsse von woanders rein. Mhm. Das Problem ist, ich muss mir mal kurz erstmal nochmal Koffer geben. Der hat nämlich selber relativ wenig Leben. Ist erst Phase 4. Ja, ja, nur dass ich jetzt kein Blindschuss hier in die Rauch mich jetzt weggeballert. Ah, die Dreier hast du durchaus mir echt den Arsch gerettet, ne? Ja, ich hab durchaus Treffer kassiert. Ich lag so viel rum, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier jetzt wirklich hier nochmal was abgeht. Ah, frische Dreier wärst du, so halbwegs frisch. Brauchst du noch irgendwas? Ne. Nimm mir nur die Attachments mit. Ja, der hat mich nicht gut getroffen. Ach, ein Helm ist es, der Helm ist der Effekt. Okay. Hier sind zwei Helme frisch. Frisch. Sollten langsam los dann, ne? Hier unten steht doch ein Auto. Zwei Helme frisch. Passt. Ist jetzt eine angenehme Mirama-Runde. So wie ich sie gerne hab. Nee, hier unten geht leider nicht. Greifen. Links greifen. Unten ist nochmal ein Auto. Ja. Durchaus. Einer von den. Oh, hier ging es richtig ab, Mann. Ja. Ja, dass du einfach permanent noch ein bisschen was dabei hast, ne? Und du nicht halt, wie es manchmal ist, diese enormen Downphasen, da passiert einfach gar nichts mehr. Ja. Und dann rechnest du mit nichts mehr und dann genau wie eben halt, ne? Das hätte auch ganz gerne mal ins Auge gehen können. Ja, dann sind wir quasi schon bei Just Chatting angekommen und dann steht da auf einmal da doch einer und dann war's das. Ja. Ich fahre aber noch ein gutes Stück weiter links rum. Ich habe mir nochmal einen frischen Zonenrucksack hier aus einer Kiste rausgezogen. Nicht mal einen frischen Teilrucksack. War die Gier wieder zu groß. Ich bin auf dem Gas. Das Auto weiß es noch nicht. Jemand anständiges Schaltauto, ich sage dir. Jetzt vor, du müsstest selbst schalten, Alter. Wir sind richtig am Arsch. Ja, wahrscheinlich schon. Das ist bei der Sie mit Kuh und oder wie bei Hell at Loose oder sowas. Das wäre übel. Aber es regt mich manchmal auf, wenn er so nur einen kleinen Mühe rückwärts fährt und dann halt wieder nach vorwärts fahren willst, der braucht ja immer so 6-7 Gedenksekunden, bis das Ding wieder anfängt loszufahren. Das ist so ärgerlich. Was? Bei einer normalen Automatik und einem amerikanischen Auto gar nicht so unrealistisch, glaube ich. Ja. Wollen wir den Rest laufen?
Früh. Links müsste es ja relativ hügelig sein. Kontakt, Auto kommt auf uns zu. Ah, jetzt trifft er ein bisschen links ab. Tja, ich sehe es nicht. Oh oh. Hier. Ah, Lächer. Sauber. Den hinteren oder den vorderen? Den am Baum. Hier ist auch nochmal was, ungefähr hier. Ja. Siehst du? Oh, hat mich sehr schön ausgenockt. Die ist direkt an der Ridge. Hab meinen Kill bekommen. Der ist am Baum jetzt. Das Stück, der läuft langsam noch runter, ein bisschen. Jetzt kommt eine Granate, noch eine, Achtung. Gekochte Granate. Alter. Ah. Weißt du, wo sein Mate ist? Sein Mate? Er ist tot, ne? Sein... Ja, den hab ich getötet. Am Baum. Siehst du rechts. Er ist eins zurückgelaufen. Ich wurde von der Ferne noch beschossen. Wieder eine Weste durchgebracht. Nachdem der Erste sich hat so gut abschießen lassen, habe ich jetzt keine riesen Hoffnung in den gesteckt. Er also, hat mich ziemlich krass weggeballert. Der hatte auch eine gute Ahnung davon, wie ich mich bewege. Ich meine, vielleicht ist er an der Kante gelaufen und hat mich gesehen, aber ich hatte ja versucht, ihm jetzt quasi zuvorzukommen mit dem Rechtsrum. Er ist auf halbem Weg eingebrochen, ist rechtsrum und hat mich jetzt instant beschossen. Hat ein relativ hohes Level, normalen Namen, also das ist erstmal okay. Also beim letzten Punkt würde ich mir jetzt mal eben kurz anschauen wollen danach. Ich war zu weit weg, dass er meine Steps hören konnte und der hat sehr gut drauf reagiert, auf mein... Guck mal, hier ist der ein Auto. Aber weiterhin eine okay Runde, muss man sagen. Ja, ja. Da nehme ich das auch mal gerne hin. Ach, ja, kann auch. Mal nicht zu gewinnen. Kann auch alles safe sein. Ich sag ja, das sind die letzten Tage haben halt echt Spuren hinterlassen. So ein bisschen Hypersensibilität ist irgendwie geblieben. Und das Schwarze und Mr. Jason. Ja, hätte nochmal 5 Meter vor dir landen können. Ja, finde ich auch. Na, vielleicht kriege ich ihn trotzdem. Müssen wir mal nochmal heilen, sehe ich hier gerade. Oh. Mal pinkeln. Steps. Ist nicht so prickelnd. Jetzt habe ich Glück und die kommen in meine Richtung rüber zum Decken. Ist eine richtige Nate wieder. Das war schlecht. Ach, so schlecht. Ach, Mann. Das hat wehgetan. Schade. Hast du es gesehen? Nee, ich hab pinkeln müssen. Ich hatte die ersten Schüsse, ich habe die ersten 3 getroffen, dann habe ich gar nichts mehr getroffen. Da ist mein ganzes Magazin daneben gesetzt. Er ist einfach stehen geblieben, hat sich umgedreht und mich abgeschossen. Schade, schade. Das hat richtig weh getan. Wolltest du dir noch was angucken? Ach, Mann.
Doppelt und das ist dieses elende Zerdenken. Ich hatte ja gehört, wie sie vorher gelootet haben. Na ja, komm, hast keine Granate, lässt sie kommen und dann wird das irgendwie alles nur noch schlimmer und verkrampfter und irgendwas. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. So, gucken wir mal. Da ist er. Gucken wir uns mal an. Ja. Er hört halt nichts, weil er komplett gepiepst ist durch meine Nate und sieht hinterm Berg, wie ich nach links laufe und schmeißt mir die Granate perfekt in den Lauf. Ja. Ich meine, jetzt ist okay, er hört mich. Also es mit der Nate reicht mir eigentlich schon, aktuell. Oh, der Molly war so knapp! Das ist immer ekelhaft, wenn man das im Nachgang sieht. Mhm. Sieht's wieder normal aus? Ja, er sieht mich. Okay, der restliche Part, den ich dachte, das passt. Das ist alles cool. Aber ich werde ihn tatsächlich trotzdem melden. Wegen dem Ding mit der Nate. Der war komplett soundgeflasht, sozusagen komplett. Ich bin außerhalb seiner Sichtlinie, bin ich angefangen nach links zu laufen. Der hat instant mit rübergezogen mit der Granate und hat mir die in den Lauf geschmissen. Habe ich ihm auch eine kurze WhatsApp geschrieben. Hab gesagt, wo du bist. Mike, ne? Ist auch alles nur... Hey, ich kann nicht mehr. Da. Wie heißt er? Da. Das hier. Kann auch nur sein, dass er das halt irgendwie vorhergesehen hat, aus Spielerfahrung sozusagen, so ein bisschen drauf spekuliert hat. Kann auch sein, aber naja, wie gesagt. Die letzten Tage waren hart Cheater versorgt. Da kann man so einen schon mal testen lassen. Oh, das Ding von dem Grat hinterlässt echt Spuren, Micha. Was denn? Hey, wie ich gekillt wurde jetzt am Ende. Ach so, aber welche Spuren? Ja, das war mehr als nur geschenkt. Na, Papschi heute Abend? Klar. War ich so nur lock? Ja, GeForce. Wie gesagt, das ist, wenn ich jemanden melde oder so, ist es immer nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Immer richtig. Aber es ist ja nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Wie gesagt, so funktioniert das System. Das ist ja die alte Leier. Du kannst mit dem Auto durch die Gegend fliegen und dir passiert nichts, bis dich nicht jemand meldet und das kontrolliert wird. Weil es wird nicht proaktiv kontrolliert. Das heißt, hast du eine Vermutung und sei es ja auch nur so klein, melden, dann wird das kontrolliert und dann ist okay. Wo ich mich manchmal frage, wie das ist, da steht ja manchmal, dass jemand rausfliegt, weil er irgendwie ein unerlaubtes Programm benutzt. Da frage ich mich manchmal, wie sie das rauskriegen. Weil das kann ich ja jetzt zum Beispiel, ist es einfach nur die Erklärung, dass wenn viele die jetzt zum Beispiel wegen Aimbot melden und die merken, okay, das ist einer, weil sie es dann kontrollieren und dann ist das die Begründung? Das ist halt so die Frage. Könnte schon sein. Träne, die sie da einblenden bei dem Emote, ist ey. Bisschen eklig. Die Zähne, ja, ja. Ja. Oh ja. Meine Keime. Das benutzt Programme, welche Daten sendet? Ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ich habe dir nicht so richtig zugehört. Ich habe auf die Zähne geachtet. Ja, nicht so wichtig.
Hm. Ah, Käsebällchen? Sesambrötchen. Aber mit Käse. Im Sesam. Hm, so ungefähr. Die Zeit hat mir nicht ganz gereicht. Du wirst zum Stream anfangen. Ich hab nach... Oh, für? Zwei kommen mit. Was hast du noch eigentlich vor? Nö, naja, ich wollte mir eigentlich noch was Richtiges zu essen machen. Aber ich war halt... ja, trainiert, dann geduscht und dann war ich schon durch. Oh, es sind einige. Ich bin hier unten am Haus. Eine Waffe, ey, wie... Das Spiel macht mich manchmal krank. Eine Waffe? Voll Karabiner hab ich. Wisst ihr, was habe ich? Mir ist auf jeden Fall einer drin. Fein. Sehr schön. Bei mir ist mindestens einer drin. Mach doch die Tür auf. Ist hinter dir keiner? Doch, bei mir ist unten einer drin. Hinter dir, am Friedhof. Doch, ich glaube nicht. Weil du so offen rumläufst, deswegen. Ich habe zu viel hier hinspringen sehen. Tja, ist auf jeden Fall direkt unter mir. Ich bin gleich da. Habe ich gerade nochmal. Also direkt bei dir unten drin, ne? Meinst du? Kommt, glaube ich, zu mir hoch. Okay, der scheint mich nicht gecheckt zu haben. Oh Gott. Hab mich selbst geblendet. Komme. Ich lauf zum Haupteingang. Der ist noch im Treppenhaus, hab ihn wieder genockt. Beide, aber hier gegenüber ist noch. Hier ist noch was drin im Haus. Weiter vorne Richtung Altar oder so. Der ist draußen. Ich komme nicht ran, weil der hintere quasi ihn sichert. Der ist draußen hier an der Kirche dran. Mhm. Der andere ist da oben. Also nicht mehr bei uns drinnen, ne? Einer ist direkt unter mir außen an der Kirche. Und einer ist bei Gelb oben dran. Ja, das war's. Im Arsch. Komm mal. Haben sie mich schön ausgespielt. Der geht jetzt rein. Der andere setzt zum Finish oben an. Der steht relativ offen. Okay. What the fuck? Schade, schade. Ach, ich hätte den einen von den beiden auch schon haben müssen. Immer schön am Köpfchen vorbeigeballert. Ich hatte kurz überlegt, ob ich unten sogar die Schrotflinten-Muni mitnehme. Aus dem Türmchen, falls dann noch einer die Schroti mitnimmt. Bis heute Abend, Pianoman. Ja, ich habe ja Schroti auch dabei gehabt, aber ich hatte nicht gedacht, dass er mich so sehen kann von der Stelle aus. Da
Der Anti-Cheat Zakynthos can just turn off without consequences while playing in Task Manager. Was? Keine Ahnung, GeForce. Ich würde auf jeden Fall mal auf den Link klicken. Oh Gott, GeForce. Oh Gott, GeForce. Nimmst du nicht über, ich lösche das einfach mal. Erstens will ich das selber gar nicht wissen. Zweitens bringst du vielleicht dann am Ende dieses Tages bringen wir noch irgendjemanden auf komische Gedanken. Muss ja auch nicht sein. Ich gehe kurz bringen. Meinst du nicht damit? Ja. Ich bin mal kurz beim Taskmanager, ich komme gleich wieder. Es hat aber lange gedauert. Naja, sind schon im Flugzeug. Ja, aber also hätte mich ja gar nicht beeilen müssen. Sag mal. Ähnlich. Ja, nee, was soll ich das nicht? Ich kenne dich doch. Bisschen Miramalastik heute irgendwie. Ja. Ja, ja. Ich mag's aber. Das war so eine runde Rangel dazwischen oder so. Das wäre nicht so schlecht. Aber ja, ich habe auch noch eine angefangene Packung Käsebällchen in der Küche. Mal gucken, ob ich die Pfoten nicht davon lassen kann. Ja, heute Abend sicherlich nicht. Ja, wahrscheinlich. Das ist halt das Problem, es gibt die immer nur diese ganz großen Packungen. Es wiegt ja aber auch nichts, ne? Ja, diese Weißbällchen, ja, ist 99,9% Luft. Luft in Liebe. Das passt halt, ne? Ich knabber die Dinge halt genauso gern wie irgendwelche Süßigkeiten jetzt oder sowas. Deswegen. Oh, nicht gut. Hast du? Gegner. Hey. Keine Waffe bis jetzt. Schweine gehabt, der hat noch mehr. Dings gehabt, eine Schröte. Weiß. Weißt du, wo der andere ist? Ne. Unten auf dem Grab, glaube ich, ist einer drauf. Ich habe noch zwei gesehen. Ist mehr als ein Team, oder was? Ja. Zwei habe ich gesehen. Was mehr sind, kann ich nicht sagen. Absicht nicht. Ich höre auch nichts. Müsste die am Grab langsam looten sehen. Ich glaube, da ist nichts. Ja, riecht schon Grab. Also wahrscheinlich eher das Häuschen, ne? Ich werf gleich mal eine Täusch raus. Zur Info. Ja, bewegt sich vom kleinen Häuschen. Instant.
Das ist ein Mate wahrscheinlich, ne? Ich hab leider nicht drauf geachtet. Auf die Nummer. Ich habe schon mal ein bisschen nach oben geschaut, aber da war es bis jetzt auch nicht getan. Ich habe Schroti-Schüsse hinter mir. Oh, bin runtergekommen. Ist da. Ein Achtfach-Visier. Willst du nochmal eine Bison spielen? Hier wäre noch eine. Nee, ich spiele, glaube ich, das MG mal. Goy. Hier ist ein Dreier-Rucksack. Ja, die haben da echt Spaß in dem kleinen Häuschen. Mach gleich hin, oder? Ja, können wir machen. Ach, was hast du schon, ne? Tatsächlich schon, ja. Es liegt auch noch so ein, das ein oder andere mit rum. Ich nehme gleich die Beisen mit, wenn das so weitergeht. Ich habe jetzt nicht so richtig coolen Stuff gefunden. Nimmst du? Oh, Dreierweste. Ich hätte auch mal einen Schalia für dich. Ja, würde ich sogar nehmen. Erste Mal. Das hier brauchst du vielleicht auch noch. Hier brauchst du den Kompi AR? Nee. Ich bleib beim MG. Schade, dass man mit MG so wenig machen kann. Ich mag Attachments. Ja, ich weiß. Das ist auch einer der Gründe für die M4. Das ist einfach herrlich. Ist es eine M16 oder eine M4? M16 hier oben. Wir wollen mal zu den Schüssen rüber, obwohl die sind auch nicht mehr drin. Ich kann auch den hier unten looten. Ich bräuchte auf jeden Fall nochmal ein Magazinchen und so. Oh, Kacksturm kommt. Der hat kein Magazin. Argonov hinter Auto? Uns. Auf dich? Oder Querschläger? Nee, ich glaube, das geht auf uns. Hört unsere Kirche an. Ich gehe hoch zu den Gräbern. Hat er auch gehalten? Weißt du das? Ich glaube, im Mittelhof der Kirche müsste er gehalten haben. Aber nur einer, also auf dem Moped saß nur einer. Kann also sein, dass der Dragunov-Schütze noch weiter hinten ist. Mhm. Moped fährt wieder. Ist sie hier geblieben? Wenn jetzt hochklettern, ist halt auch wieder Arsch, ne? Haben sie die gute Pose, die wir vorher noch hatten? Ich könnte links außen einmal rumlaufen und hochgehen. Lang wie Hinterhaus. Brauche ich zwar ungefähr, würde ich sagen, so 1,5 Minuten für, aber ich mach's mal. Ich halt erstmal die Füße, schließe ja auch nichts. Ich muss halt mit einer SVD von oben ballern, ne? Mhm. Hat einer wiedergeholt? Bei dir oben. Ja, Minas. Ups. So, jetzt dürfen sie mich nicht sehen, das ist wichtig. Ja, noch halte ich mich bedeckt, ich sehe und höre noch nichts. Ich achte auch primär auf die Dächer und da sehe ich überhaupt. Das Auto fährt wieder, also Moped. Ist ein Buggy. Oh oh. Boss ist auch. Kein großes Ohr mehr. Hast du ihn? Ja. Ja, hab den zweiten. Ich bin runtergefallen. Ich wollte mich umlegen und bin erst noch runtergefallen von der Klippe. Guck nicht nach Südwesten. Oh. Max, du sollst nicht hingucken, hab ich gesagt. Zu spät. Der Fünfer? Ja, 30 Schuss. Ich kann dir mal ein bisschen Fünfer abgeben. Wir haben oben noch ich den seinen Tut wiedergeholt hat, ne? Ja. Ich würde sagen, lass uns erstmal reinfahren. Der hat einen Sechser, brauchst du das? Nö, hab einen Achter. Auch selbst. Mag ich gerade. Ich glaube, meiner hatte einen Vierfach, wenn du lieber das haben willst. Ja, hat er auch gehabt. Oh, ja. Die haben irgendwie komisch gespielt, scheinbar.
sah so aus, als wenn die uns jetzt cool austricksen wollen, also taktisch nur pushen wollen, aber wahrscheinlich. Das war reiner Zufall. Rechts. Mhm. Oberhalb noch, ne? Erstmal noch kurz hier. Oh, da ist was drin. Links von uns. Da ist auch was drin. Können ja in unserem Berg was haben. Und? Ich habe gerade einen Motoransprung gehört unter uns. Aber da stand auch ein Auto drin, ne? Bei dem Gelände unter uns rechts. Das direkt bei uns an der Straße ist. Da ist auf jeden Fall was drin. In der Garage? Jetzt am Auto, kaputten. Über mir, direkt bei uns dran. Der wurde genockt von. Oh, ich brauche eine Rauch, ganz schnell. Ich werde gleich gefinisht, ich weiß es. Oder auch nicht. Ach, man hat es ja nicht unrecht gehabt eben. Mit da ist noch was. Aber wo kam der trotzdem her? Wir haben ja einmal runtergeguckt. Also ganz rüber habe ich halt nicht geschaut, weil ich wurde ja auch das so zum Teil schon mit beschossen. Der, wahrscheinlich hatte der Balle da irgendwo schon in der Nähe. Mal Finger kreuzen für eine andere Map. Ne, andere Map wäre schon okay. Das wäre auch gut. Es läuft nicht verkehrt, nur so ein bisschen Unglück an der einen oder anderen Position. Ja, sieht mir nach einer besseren Map aus. Jetzt erstmal ein Fruchthäppchen. Ein Fruchthäppchen. So gemixtes, getrocknete Früchte. Okay. Und Mousse, weißt du, was sie dann irgendwie ein bisschen dörren, sozusagen. Okay. Nice, glaube ich. Ich muss mal gucken, was ich mir heute so zu essen mache. Hast du was da? Ja. Wahrscheinlich mache ich mir einen Salat mit Schafskäse. Uah. Mag ich. Aber ich ja. Weiß nicht. Ich glaube, das mag man oder hast man. Ich mag diesen Nachgeschmack halt nicht. Von Salat? Schaf. Ach so. Von Schaf. Vom Salat. War gerade so ein bisschen wie Scheiße und Erdbeeren. Erdbeeren, ne? Mm. Diese Leine, glaube ich. Ich glaube auch. Shooting Range auch nicht. Auch nix. Was? Ich muss mal gucken. Weiß noch nicht so genau, was ich heute mache. Ich habe aber irgendwie nicht so richtig Bock zu kochen. Das heißt, entweder mache ich mir einen Salat
Ess vielleicht ein bisschen Obst dazu oder sowas. Mhm. Und eine ganze Reihe Äpfel, die langsam auch mal gegessen werden müssen. Ich mag keine alten Äpfel. Ja, das ist es halt. Also ich meine, es geht immer noch dann... Ne? Pressen oder pürieren oder anbraten. Ja, ja, genau. Aber ich esse halt am liebsten einfach so und jetzt sind sie noch schön knackig und frisch, das heißt, wahrscheinlich essen sie erstmal so. Jetzt geht's noch. Okay, dann. Und da mag ich eigentlich auch nur saure Feste. Süß, sauer und fest. Wie meine Arschbacken. Pepe. Irgendwie habe ich das Gefühl, die haben die Mini rausgepatcht. Also die gibt es so selten im Verhältnis. Kann gut sein. Oh, zum Glück ist hier auch keiner, ne? Das ist schon wieder so ein Ding. Jetzt die erste Waffe. Mhm. Ja, die Kirchenbänke ist fast eigentlich immer eine sichere Nummer. Hm? Kirchenbänke sind auch ganz geil. Ich verstehe auch zum Beispiel nicht, warum die hier in Severny in die Mitte jetzt auf einfach safe immer ein Auto hingestellt haben, ne? Das war früher ja. Das waren einige Safe Spots, oder? Von Autos. Ja, kann sein. Also würde mich auch wundern, wenn es der einzige ist, aber ne, ich meine halt so. Was passiert? Genau. Bei einer Beschwerden kann man vielleicht. Pilzpfanne mit Kräuterquark. Ja, Kartoffeln und Quark könnte ich tatsächlich auch machen, Brüder. Ich muss die halt nur rechtzeitig kochen, bevor die Pause startet, sozusagen. Deswegen hole ich mir immer die kleinen Kartoffeln, die Trillinge. Mhm. Die sind so schnell fertig. Das mache ich auch. Ja, Kartoffelquark ist lecker. Das ist so ein, ich weiß nicht. So ein Kindheitsding auch wiederum. Das hatten wir früher schon. Ich mag's. Ich habe eine super geile Alternative zu Quarkgeschichten, beziehungsweise auch zur Butter gefunden. Griebenschmalz. Oh boy. Nee, Kokosjoghurt. Ist super geil als Unterbelag quasi auf dem Brötchen oder sowas. Okay. Oder auf Brot. Okay. Weil es halt noch relativ fetthaltig ist, ne? Mhm. Aber nicht so krass wie Butter und schmeckt super gut. Okay. Ich mag auch Butter. Ja, darum geht's ja nicht. Aber jetzt habe ich sogar nicht mal Butter drauf, aber eher aus Geschwindigkeitsgründen. Training 8 Minuten kochend Wasser. Nein, die Pfanne fertig gerne, ja. So zum Beispiel. Ofen. Brauchst du 6-fach? Ja. Kann hier ein 4-fach tauschen dagegen. Ja, okay. Dann machen wir es so. Wie gesagt, wir waren ja im Spreewald und da haben die so noch so ein bisschen anders gemacht. Da hast du halt auf dem Quark dann drauf noch so ganz klein fein gehackte Spreewaldgürkchen noch gehabt. Nochmal so extra Zwiebeln draufgeschreut, auch ganz so fein, also so Schalöttchenmäßig, also ein bisschen mildere Zwiebeln. Und nochmal dann so ein bisschen Leinöl dabei und das war ziemlich geil. Ja gut, Leinöl, das ist eh geil. Und seitdem haben wir uns das so ein bisschen abgeschaut, machen jetzt Kartoffeln und Quark immer so, das ist schon ziemlich lecker. Es gibt auch so eine Art, in Anführungszeichen, Diät, die besteht hauptsächlich aus Leinöl und Quarkgeschichten. Okay. Die ziemlich gut sein soll, um mal seinen Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Gerade wenn man diverse Krankheiten hat. Ich esse es auch immer gerne. Leinöl ist mega geil. In Leinöl ein bisschen Pfeffer und Salz rein und dazu einfach so eine Röststulle oder so richtig schön frisches Brot einfach nur reintunken und einfach nur so essen. Super geil. Das ist halt wie so eine Art Nussöl, ne? Mhm. Das sind auch die einzigen Öle, die ich so essen oder trinken könnte. Das ist schon nice. Hey, wo ist denn das MG? Komm. Ja. Ich hab das so oft gefunden. Du, ich habe noch nicht eine Waffe, die ich gerne spiele. Ja, ich habe die Ace zwar, aber auch die MK. Und die MK mag ich jetzt auch nicht besonders. Ich habe ein SKS und eine MK aktuell dabei. Ich nutze die beide so ein bisschen. Ah, Karabiner, danke. Ich nutze die beide momentan so ein bisschen. Als Aufsatz-Slave. I'm a slave for you. Was wollten wir jetzt tauschen? Nur Visiere, ne? Jetzt komm mal rüber. Jetzt bei mir bringt auch eine dünne Körperform. Ja, ich sag ja.
Scharf, Döner mit scharfer Soße und mit Schokolade. Beste Kombination. So, dann schmeiß ich jetzt die Firma jetzt raus. Naja, mach mal. Crazy Loot, wirklich. Ja, ich bin jetzt eigentlich durch. Ich finde keine automatischen Waffen so richtig. M16, Mutant, DMAs. Ach so, sag doch was. Ich habe schon einige gefunden. Was willst du denn spielen? M4. Oh, ich bin mir sicher, ich habe auch schon eine M4 gesehen. Oder vielleicht auch ein MG. Eine Barrel. Auto? Nee, oder? Hab's nur kurz gehört. Vielleicht haben die uns angefahren, würde mich jetzt nicht wundern bei der Zone. Welche Richtung? Kannst du nicht sagen. Ich hätte jetzt gesagt, eher hier die Ostseite hier. Hab jetzt eine Ace, passt. Okay. Ostseite, ich komme mit. Ich sehe jetzt erstmal kein Auto. Ah, ich sehe das Auto, das kommt auf mich zu. Ah, die wollen zu weg. Nein. Dreht ab. In dem Moment, als sie gegen den Baum sind, musste ich nachladen. Ich sehe sie sogar immer noch. Hinterherfahren? Ja, oder Amtswerk jetzt, ne? Ja, wieder im Bauch, oder? Naja, ich würde auch sagen. Machen wir uns von da hin. Beziehungsweise jetzt irgendwo anders hin. Minzschokolade? Ja, wenn du krank bist. Minze ist gut und scharf auch. Deswegen Döner mit scharfer Soße und Minzschokolade. Das ist super gut. Ich habe letztens was Verrücktes gesehen. Rinderhackfleisch? Aber das war nur zur Hälfte Rinderhackfleisch und die andere Hälfte war irgendwie Gemüse. Also es war auch so gewolft, als wäre es einfach ganz normales Hackfleisch. Aber das sollte irgendwie zur Hälfte aus Gemüse bestehen, was sie einfach mit reingewolft haben. Ach so. Was ja eigentlich eine klassische Bolognese ist, ne? So mehr oder weniger. Ja. Aber fand ich irgendwie witzig. Witzig auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde es mir nicht holen. Wieso? Ich kann mir selber Gemüse in mein Fleisch reinpacken und so nach dem Motto. Machst du aber nicht. Klar. Das ist die Frage, mit welchem Hintergrundgedanken. Ist das nur für den Geschmack oder? Wenn du es halt so für Patties nutzen, wenn es halt wirklich die Struktur sozusagen hält, daraus so Burger-Patties machst, so könnte ich es mir vorstellen. Hm? Vielleicht. Oder ist der Gedanke halt zu sparen, ne? Das war auch das Krasse dabei. Das war im Kilopreis genauso teuer wie das ganz normale. Wo ich auch dachte, ja, Leute, nee. Ja, das ist ja das Schlimme. Das ist ja auch vom Kilopreis auch kaum ein Unterschied. Ja, wahrscheinlich irgendwie anders subventioniert oder so, aber. Das ist halt die Kacke, dass das eigentlich alles viel zu billig hergestellt wird. So, Nagelbrett legt. Ja, aber meinst du, kommt was rüber? Wir sind so. Nö. Aber ich hatte es halt noch dabei. Middle of nowhere. Fallschirmspringer auf 120 geht in den Wald runter. Na, dann lass uns gehen. Boah, ich mit Skype bieten die frische Burger Patties an. Halb Rind, halb Erbsenprotein, okay. Und die sind geil. Also, Erbsenprotein ist ja eigentlich mal eine ganz nette Angelegenheit. Aber zum Beispiel meine Freundin, die isst ja mittlerweile eigentlich ja nur noch halt diese anderen Burger-Patties, die halt nicht aus Fleisch sind. Und ich esse die manchmal auch mit und ich finde die tatsächlich voll in Ordnung. So ein Fleisch, das Fleisch auf einem Burger, das hat eh kaum einen Geschmack. Also im Verhältnis halt zum Rest. Vor allen Dingen, so wie ich den mache mit Burger, mit Barbecue-Soße und allem und irgendwas dergleichen, also geschmacklich macht es kaum einen Unterschied. Ja, Fleisch lebt von der Feuchtigkeit und Konsistenz, würde ich sagen.
Ja, kommt aber an halt welches und so, ne? Also wenn jetzt ein Steak ist oder so, dann ist schon Geschmack oder Lamm oder sowas. Ja. Es kommt immer auf den Aspekt an, wieso man das jetzt tut. Ich würde mir jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag irgendwelche diese nachgemachten Burger reinhauen, weil das ist ja Chemie pur. Ja, aber auch das wird zum Teil besser. Also ich hatte jetzt schon einige gesehen, da war wirklich dann... Das war einfach im Endeffekt nur normales Zeug. Ja, aber das musst du ja sehr behandeln, ne? Ja. Aber es ist auch nicht weniger mehr Chemie als in den... was den Tieren zugeführt wird. Ja. Oh. Ach, ich gesagt, das ist... Ich finde es meistens nur eher faszinierend. Ja, die Schule wird angesprochen heute, ne? Oh, links neben der Schule. Geht's ab. Können wir mitspielen. Hier ist Rauch. Genau, deswegen. Die stehen natürlich jetzt unten im Gelände so, dass wir sie nicht sehen können. Auto fährt. Ach, schade. Man sieht sie nicht. Noch nicht, meinst du? Bald. Die Frage, ob das andere Gelände ja auch besetzt ist. Oh, man sieht's nicht. Hier oben ist jetzt besetzt. Das ist, glaube ich, einmal getroffen haben. Also hier gelb ist jetzt was drin. Wir werden nochmal angefahren scheinbar. Haben wir ein Auto gesehen? Sogar noch drin. Auto kommt auf uns zu, das wurde so ein bisschen vertrieben. Kommt Knockback, gell? Schön. Sehen leider nichts zum Finishen. Die sich hier unten nicht mal zeigen bei Gelb. Immer noch Problem. Da ging gerade immer eine Granate los. Nur gerade, ich weiß nicht, ob die noch da drin sind. Gelb wieder zu sehen. Ja, Gelb ist unten links, Micha. Hier, also dein Ex-Gelb. Ex-Gelb, alles klar. Joa, ne? Irgendwie überall und doch irgendwie nicht so richtig. Südwesten. Läuft über die Straße markiert. Hm. Hab ihn. Der ist instant. Ah. Der war instant. Wie die rote Zone manchmal pumpt, obwohl die so weit weg ist. Auto. Ach, komm ich schon wieder zu spät für. Sehe ich nicht aus meiner Perspektive. Entweder sind ja unten mega passiv. Das waren die. Die sind raus. Ja, der Wagen ist weg, das waren die gerade. Achso, okay. So ein schöner Spot eigentlich für eine MG, ne? Moped kommt aus der Richtung, 245. Noch ein Auto. Noch bei Ex-Gelb. Ja, sehr gut. Die sind auch so. Die sind echt blöd. Das immer wenn ein Auto beikommt, stellen sie sich raus und lassen sich knocken von uns. Jetzt kommt noch einiges und unten ist noch was. Unten instant. Unser ja, Gebäude, ja. Unser Gebäude. Ja, ja.
am Stein außerhalb Osten. Hab ihn gehittet, er mich auch. Kannst du den mal markieren? Ja. Markiert. Ich höre hier keine Steps. Der ist rumgelaufen. Der ist schon deutlich weiter hier oben. Oder ist nur zweite SVD? Oh, da ist der Panzer. Mal gehittet. Dann pushe ich ihn. Der am Stein, oder? Ich glaube, ja. Ich meine den am Stein. Ja, er hat mich aber gehört. Wir reden von anderen Loads. Gelb markiert, hier war einer dran. Immer noch. Er ist noch drin. Jetzt müssen wir aber, ich hol dich mal ab. Ja, danke. Oh, wir schade, fahren direkt auf was zu. In Phase ein bisschen. Oder auch nicht. Das ist nochmal Rauch. Ich glaube, in der Rauch war was drin. Mhm, safe. Ah, der Winkel, der Winkel. Ja, ist klar. DBS. Unten links, oh, Micha. Nicht geil. Und gleich vor uns auf die nächsten. Ja, und über dir steht auch noch einer. Oh nö. Dachte ich, wäre schon tot und gar nicht mehr hingekommen. So gut durchgekommen. Danke. K auch. Hast du noch? Smog? Nee, ich sehe so. Der läuft aber weg, der FK-Schütze. Der ist jetzt hier ungefähr. Smog habe ich keinen mehr, nein. Aber der Dude vielleicht noch. Ja, hat er. Der hat auch nochmal ein paar. Mir erstmal ein bisschen zu Ende heilen. Rechts oberhalb. MK fährt. Ja, umfährt uns. Jetzt von oben. Ja, bin wieder weg. Mit dem zweiten Team da oben war es jetzt leider echt ein bisschen gemein. Ja. Super nervend. Gerade noch so. Gerade noch so eigentlich geklappt davor. Schade.
So geil wie der Dude, den ich unten mit dem Karabiner erwischt habe. Mhm. Den ich gecheckt habe, dass ich mit dem Karabiner auf ihn geschossen hatte, weil die Granate vor ihm explodiert ist. Ich habe gar nicht mehr gerechnet, dass ich dann noch überlebe und dass ich dann noch so lange liegen konnte. Die haben mich ja alle liegen lassen, ne? Also. Die haben auf mich geschossen teilweise direkt danach, deswegen habe ich auch gar nicht mehr hingeguckt. Wahrscheinlich haben die unten gedacht, dass du zu ihm gehörst, um ihn ja vielleicht hervorzulocken oder sowas. Naja, was auch immer. Was hast du denn noch für Handschuhen? So Wischdinger. Oh. Schwämme. Aber das ist in falsche Richtung. Das zeigen die Wischdinger. Nee, Rückhandschelle. Das muss übelst wehtun, das sind ganzen Nerven. Ja, deswegen ja die Polster. Ja, dann wird es dem anderen aber nicht wehtun. Ich will ihm ja auch nur sein Gesicht waschen mit dir. Ja, zwischendurch war nicht ganz so viel Leben mit dabei. Ja, Tierwohleinklang, das ist eine schwierige Sache. Es ist halt auch eines dieser Themen, das ist halt noch was sehr Privates, was man isst und irgendwas dergleichen und wie viel und was du ausgeben kannst. Und unabhängig wer oder in welchem Thema man da irgendwie vielleicht recht hat oder nicht recht hat oder irgendwas dergleichen, ist es damit einfach auch mal eine sehr emotionale Sache irgendwo. Also. Aber deswegen, sag ich mal, habe ich mich bei dem Thema, ich sag, was ich esse. Aber ich sag niemandem, was er essen soll. Oder sie essen soll. Soll jeder machen, wie er will. Meine Güte. Und dann passt das irgendwie schon. Moin, Chedan. Ach, Miramar. Endlich mal wieder Miramar. Moin auch Uli. Danke lauter live für deinen Follow und Bufu. Ich danke auch dir. Ich bin bei den Ersatzsachen halt meistens einfach nur neugierig. Und ich finde es teilweise faszinierend, was da so in den letzten Jahren zum Teil, wie die da vorangekommen sind im Vergleich zu früher. Also meine Mama, die war ja früher auch schon immer so komisch drauf. Und gab es auch schon diese komischen Ersatzpatties und sowas. Aber das war irgendwie gefühlt immer einfach Brot auf Brot, was du da gegessen hast. Das war so schlecht. Nicht alleine. Was du da mittlerweile dabei hast, ist teilweise echt ziemlich gut. Ich glaube, das typische Spiel wieder. Gut, dass ich diesmal eine richtige Waffe gefunden habe. Es ist nicht typisch. Ja. Ah, ich habe sogar eine Mini gefunden, was sagst du jetzt? Ja. So lange nicht mehr gespielt, hab's schon fast abgewöhnt. Weiß ja immer nicht, ob er da ist. Also einen habe ich gesehen, der ist hier rein. Die sind auf jeden Fall zu zweit gewesen. Okay. Okay. Jeden Fall. Jetzt würde ich es mal versuchen, oben. Jetzt ein Sechsfach gefunden. Schauen wir mal, jetzt spiele ich mit der Mini. Ja, genial. Wenn ich es schaffe, hier hochzuklettern. Und beide bei Gelb, oder was? In die Richtung. Sind beide schon näher dran. Einen habe ich gut getroffen, einer ist noch hier. Einer ist an der Kirche links rumgelaufen, außen. Könnte ich gleich sehen. Ich bin an den Gräbern. Ja, sehen.
Super daneben geschossen. Einmal getroffen sein, Mate. Die sind jetzt beide in der Kirche. Sauber! Schönes Ding, schönes Ding. Cheater! Jetzt noch. Ach, ich hab gerade nicht mehr zwei Ellen mitgenommen. Gibt's auf jeden Fall noch so das ein oder andere. Oh, hier wäre sogar eine M24. Ich leg mal die Mini weg, Micha. Ja, leg mal weg. Liegt hier, mit einem geraden Griff und einem RR-Magazin. Aus die auch eigentlich nicht mehr looten. Ist deine aus grundsätzlich irgendwas. Ja, glaub nicht. Vier Koffer habe ich. Ich hab drei Koffer, das passt soweit. Rotpunkt brauche ich noch. Oder halt irgendwie sowas. Zweifach? Nee. Du hast gesagt oder sowas. Ja, oder dann mach ich Holo. Das könnten die noch haben, da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, ich würde schon was geben. Vor allem dieses Seitan-Zeug zum Beispiel, was du da teilweise schon hast. Sie hatte so Bratwürstchen, die waren so aus Seitan. Das war echt krass gut. Ich bewege die Dragunov zu spielen, ne? Ja, mach mal. Vierfach, sechsfach hier nochmal. Ja, aber es hier ist, sind offene Türen. Ja, weil ich unten war. Okay. Es fällt aber immer mit. Wie weit weg, wie weit nicht weg. Passt es gerade? Ist es ein Karabiner-Duell? Dann gerne. Ist es keins? Dann scheiße. Und auch ich in Obsee. Das härteste finde ich immer noch bei Hühnchen eigentlich. Was schaust du, wenn ja teilweise, sagen wir mal, so ein normales, konventionelles Hühnchen, am besten noch im Angebot, dann zahlst du für so ein ganzes Huhn irgendwie 4-5 Euro oder sowas. Oder 6 Euro. Das finde ich schon immer krass. Das sind so spätestens so die Punkte, wo man sich dann wirklich immer so fragen sollte. Das, auch wenn es nur ein paar Monate sind, aber ich meine, das lebt doch auch von irgendwas. Also grundsätzlich ist mir egal, was das kostet. Wichtig persönlich ist mir, dass das einigermaßen das Tier wohl nicht so hart beschadet wird dabei. Ja. So oder so, ne? Es wird getötet. Ich glaube, das ist klar, aber so ein bisschen Anstand gehört trotzdem dazu. Nackenklatsche und dann läuft das schon nicht. Dass man da so viele Videos sieht und kennt, das geht halt nicht. Ja. Nackenklatsche. Das mache ich schon mal wieder. Ich glaube, ich gehe mal wieder bald zu Thai. Ja, und sag mal, man kann einfach auch ein bisschen. Also, ja. Ich sag mal, ich hole jetzt das Bio-Hühnchen vom richtigen Bio-Supermarkt und so. Wenn er das halt jetzt nicht pur ist, dann klar, dann ist es teuer. Wenn du jetzt, sagen wir, ein Süppchen damit machst oder irgendwas dergleichen, dann holst du eine ganze Menge davon raus, auch geschmacklich und allem und so. Und dann. Aber heißt ja auch nicht, dass es gut aufgezogen wurde, ne? Das ist ja einfach nur, wie es zugefüttert wird. Ja, komm, naja, das ist kein und rein, das ist Bioland. Also, da ist noch ein bisschen mehr. Bio heißt, hat er erstmal nicht viel zu heißen. Wollen wir im Auto? Jo, wollen wir weiter? Aber da zahlst du dann halt auch keine 6 Euro, sondern dann zahlst du für ein ganzes Hühnchen so 25 bis 30 Euro. Jo. Was halt immer noch eigentlich relativ wenig ist. Hat man früher auch nicht jeden Tag gegessen. Von daher passt das ja. Aber wie gesagt, der Punkt, da bin ich halt auch gut dabei, weil ich esse halt gerne Obst und Gemüse. Ich muss halt auch nicht jeden Tag, wie sowas ist. Also, ich bin ganz glücklich damit. Irgendwas Spannendes? Nee. Grau in Grau und ein bisschen Beige. Ich würde gerne kurz nochmal mir wenigstens einen Rotpunkt holen. Ja, ich hätte gerne das andere erstmal auch, also. Na gut. Feel free. Oh, hallo. Toll, gell? Ah.
So 15 Häuser, wir gehen ins Gleiche rein. Brauchst du noch ein taktisches? Mm-mm. Ich bräuchte noch irgendwie, Kompensator oder so wäre noch ganz geil. Oder eigentlich halt eher... Hast du jetzt noch? M4 und M24 aktuell. Dann habe ich was für dich. Und da hab ein Schalli auf der M4. Ja. Ach so. Ja, dann tauschen wir gerade. Ich habe mal erst der Schalli. Hier ist ein Brotpunkt. Nice. Hast du hab schon? Jetzt gerade gefunden. Dann komme ich zu dir zum Schalli-Tausch. Nice. Ist halt auch so viel Gewohnheit und Erziehung, ne? So mein Vater denke oder mein Onkel oder so. Die sind es halt zum Teil auch noch gewohnt, dass wenn die im Supermarkt halt auch, sagen wir mal, günstiges Fleisch holen, dass es halt trotzdem einen gewissen Mindeststandard halt irgendwie auch hat. Und auch wenn die es mittlerweile besser wissen so, und jetzt auch da irgendwie versuchen, ein bisschen irgendwas zu machen oder so, aber... Das merkst du halt, das ist halt irgendwie drin. Da wird sich halt auch so ein Stück Speck gekauft und das wird dann am Sonntag gebraten, ne, und so, das so gegessen. Und dann so, boah, Alter, wenn ich mir das Ding so reinziehen würde, würde ich entweder Dünnpfiff bekommen oder erstmal direkt kotzen. Aber da würde, also würde mein Magen oder mein Darm überhaupt gar nicht mehr richtig verarbeiten können. Das ist ja gar nicht gewohnt, so viel Fett. Darauf ein Käsebällchen. Ja, darauf Käsebällchen, ja, ganz genau. Zwei, ne? Ich merk's ja bei mir selber. So als Kind und Jugendlicher, ne, schön, wenn wir beim Jugoslawen-Essen waren, also ehemalig Jugoslawen. Das ist eigentlich immer das Gleiche vom Essen her, also hier in Berlin halt wirklich. Und, naja, ne, immer große Schlachtelplatte, voll geil. Wenn ich heute mir eine große Schlachtelplatte reinziehe, dann sagt mein Stoffwechselsystem, nö. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, so große Mengen Fleisch zu essen oder was dergleichen. Kann ich vergessen. Also, es ist halt auch Gewohnheit. Irgendwie verfolgt uns der Sturm. Ja, gleich raus. Wir fahren gleich die ganze Zone durch, wenn das so weitergeht. Ich sehe nichts. Halt dich an der Straße, das muss passen. Aber da kriege ich einen Würgereiz, wenn ich an Frischfleischtheken vorbeilaufe. Okay. Der Geruch so grässlich. Ich würde sagen, kommt drauf an. Also ich schätze nicht. Da immer drauf an, welche. Ja. Ich hatte ja. Von mir. Was hattest du? Eine wirklich schicke Fleischtheke, aber leider hat bei mir ein Bio-Supermarkt zugemacht. Da habe ich ganz gerne mal so ein bisschen was geholt. Da habe ich geschaut, was gerade so ist und so und hier und da und dann. Das war mal ganz toll. Den gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich Käsebällchen essen. All night long. Und ich mag Käsebällchen, das ist es halt. Ich bin halt auch mit da relativ wenig zufrieden. Das ist es halt. Mir schmeckt das halt jetzt auch alles. Auch in süß. Ach, die Maisbällchen meinst du jetzt? Mhm. Boah. Zuckerte. Schmeckt mir mit Sicherheit auch. So im osteuropäischen Bereich siehst du die. Auto rechts. Klaus? Hab ich unseren gehört? Nee. Gut, direkt voraus. Ja. Verkackt. Nate kommt gleich von links wahrscheinlich. Ich glaube, wir werden noch von weiter weg beschossen. Ich komme derzeit nichts rein. Ich habe es noch nicht so recht. Vor mir ist einer. Hm? Wird geblendet. Geblendet. Hab einen. Achso.
Alter? Ja. Was? Mich erstmal erschreckt, wie meine M4 klingt. Die klingt irgendwie anders. Wahrscheinlich, weil ich noch. Du hast eine Ace. Ja, so ungefähr. Ich habe keine Ace. Ich weiß, trotzdem witzig gewesen. Ach so. Wahrscheinlich, weil ich noch von der Blendgranate irgendwie mein Zaun noch nicht komplett da war oder sowas. Also, ich werde nicht beschossen, aber ich glaube. Es war ein kleiner Trugschluss, oder? Bist du sicher? Ich bin mir recht sicher eigentlich, was gehört, aber ja. Hier ist noch irgendwie halt Stuff drin. Keine Ahnung, glaub nicht, was nichts ist. Ich brauche ein Vierfach, merke ich gerade, ich habe ein Sechsfach. Und ein Sechsfach? Hey, was ist das bitte? Den Charlie A ergab? Nee, noch ein SR Charlie. UMP hat er gespielt. Kein Wunder, dass nichts passiert ist. Und MK12. Hier mehrere Autos, was mich ein bisschen irritiert. Ja, mal weiter. Ich wollte eigentlich gar nicht bleiben. Kontakt. Gelb markiert. Doch, hier hat was geschossen von. Gelb markiert oben drauf. Achso, ja gut. Die können auch weiterschießen. Die werden nicht unbedingt treffen, wenn man nicht stillsteht. Das habe ich sechsfach. Okay, höher halten. Das ist jetzt schön in Bewegung. Da bewegen sich beide. Die Distanz ist mehr Glück als alles andere. Auto Otto? Von links. Passt. Ups. Treffer. Auto hält aber bei uns. Ich bin schon dran. Sicher, das hat doch hier gehalten. Komm mal zu dir. Ein. Nächstes Auto kommt von rechts. Ist bei dir noch ein zweiter? Ja. Das ist meine Schaltgranate. Auto hält. Ich versuche deine rechte Flanke zu decken. Ab. Rechts pusht nicht durch. Ich versuche hochzukommen. Vor mir. Das markiert, der rennt Richtung Auto. Sehr schön. Die unten leben noch, du musst zu mir rumkommen. Oh, es kann sein, dass sie dich finishen. Ne, ich sehe momentan keinen, außer noch Smoke. Komm. Mhm. Das müsste aber ausgehen. Da hätte ich aber definitiv mitgemacht, wäre ich die gewesen. Ich hatte einen von denen genockt und einen fast getötet. Also die waren erstmal ein bisschen beschäftigt. Aber jetzt muss man selber. Oh, ärgerlich, ey. Wegen den unten. Ja, mich echt gestört. Ja, ich bin nur so weit eigentlich. Jetzt bin ich sogar hier doppelt silent. Den rechts runterkommen sehen nochmal? Ich weiß nicht. Hab's nicht. Achso, meinst du? Nee, hab ich nicht. Weißt du, wo die lang sind? Rest laufen? Obwohl, schau mal. Oh. Hier. Vielleicht irgendwo hier hin in die Richtung erstmal. Und dann halt die Stadt direkt rein. Die Stadt ist nämlich. Genau. Oh, Autofounds. Das sind sie. Bei mir? Oh, Max. 3-4 Treffer. Jetzt müssen wir über den Berg. Muss ich auf jeden Fall nochmal heilen.
Ja, ich glaube, ich bin angeschossen gerade. Mich? Nö. Ich meine, er muss nicht sein. Ach, ich hab noch sehr viel Buffer und so, wenn du noch was brauchst. Ich habe auch genügend Buffer. Hoffen wir mal, dass uns hier keiner sieht. Ich steuer gelb an. Sieht gut aus bis jetzt. Schade, der hätte gerade noch mal fallen können. Ich hätte echt ganz gut getroffen. Na bitte. Moin, Blackjacke Mannerheim. Mannheim. Ich will immer Mannerheim sein, ich weiß nicht wieso. Oh. Also auf jeden Fall ist es heute deutlich cheaterfreier als gestern zum Beispiel und als Freitag. Das ist schon mal ganz angenehm. Einer rausgeflogen, ne? Also oben rechts sichtbar. Ja. Ach so, meinst du? Ja, ja. Ja, auch auf die wir getroffen sind, sind maximal so ganz, ganz bisschen vielleicht Kandidaten oder sowas. Das ist schon mal echt ganz angenehm. Mannerheim kenne ich irgendwoher. Das ist es halt. Politiker. Mannerheim, Mannerheim. Hab ich von irgendwo anders. Ich weiß Richtung nicht. Richtung Zweite Weltkrieg müsste es sein, ne? Meinst du den Finnen, wa? War das nicht so? Ach, ich krieg's nicht so. Ich glaube, ein finnischer General hieß Mannerheim. Wollen wir? Mhm. Die M24 müssen wir irgendwo, wahrscheinlich irgendwo oberhalb sitzen, ne? Ja, ich sehe sie auf dem Berg, glaube ich, auf Nordwesten. Wahrscheinlich sind die auch wieder im Rohbau irgendwo drin oder so. Na, auf dem Berg war er. Gibt's noch mal ein Köfferchen für dich? Ich hab 5 Koffer, brauch keinen mehr. Könnten uns überlegen, sogar hier nochmal rechts runter zu laufen. Bis dahin. Aber wir hätten den Berg angehen müssen vorhin, wenn die Dudes nicht da gewesen. Hätten wir das wahrscheinlich auch getan. Wollen wir rechts runter? Ready. Ja, ja, klar. Bis dahin ist ein bisschen Arsch, aber wenn wir unten sind, ist glaube ich ganz gut. Ja, dann müssen wir zumindest mal die anderen sehen. Die kämpfen. Ich hab auch Schüsse hier unten gehört, also die kämpfen wahrscheinlich. Ja. Das meine ich. Genau, und links an der Hügelkette habe ich die anderen gesehen. Weiter oben links. Richtung Stadt hinein quasi. Hier ist Rauch. Hier oben ist einer. Hast du gesehen? Mhm. Kontakt, Kontakt, Micha. Ja, gesehen. Müssten uns auch gesehen haben. Ich wechsle meine Posi. Ich bin noch in Deck und bleib hier. Ja, nicht mehr gezeigt, doch jetzt wieder. Rechts von deinem Marker habe ich einen gesehen. Oh, ich krieg einen wahrscheinlich. Oder auch nicht. Inockt. Wen dein, links? Deiner ist über dir. Ne, der läuft da, wo du lang kommst, Max. Der ist jetzt hinter dir, da ungefähr. Dahinter. Ja, schön. Ja, gut, deine Nate hat mir nicht gezeigt, wo da ist. Ja, ich komm jetzt rüber. Ich hab die erste Nate nicht gut geschmissen. Dann hab ich übelst gefettfingert. Ich wollte eigentlich nur zu M4 wechseln, um da drauf zu halten. Und dann ging da gar nichts. Das klingt auch ein bisschen anders. Je nachdem. Wo ist der hin hier? Ist der vom Drop? Ah, da ist der hin. Noch 4 übrigens. Rotzer ist drin, wenn du willst.
Ja. Ach, jetzt hab ich den Schalli weggenommen, nur auf die Schnase. Ich kann dir einen Schalli von meiner M4 geben. Nice. Schätzt mal bei uns. Ich versuche es gegen zu pushen. Ich glaube schon erstmal okay. Nate ist kacke geworfen. Kommst du unten weg? Ja, bin schon weg. Ich sehe ihn direkt vor mir. Ja. Die Nate ist richtig gut, die wird schnocken. Ne, komm weg. Ich höre nur eins drin bis jetzt. Bewegt sich nach links. Ich bewege mich nach links. Also ich bewege mich auch nach links. Ein Header. Komm aber zu dir. Ich komme hier ansonsten nicht rein. Zwei Leute bei mir. Also auf einer Straße noch. Unterhalb. Oh, das heißt 2-1-1. Schön. Der sie abgeballert hat, muss auch noch laufen. Der ist hier. Der ist da, ja, scheiß. Der Einzelne bei dir, ne? Also auf der anderen Seite von vorhin. Ja. Ich guck nochmal rechts rum. Charlie AR liegt. Oh nein, nice. Also, wäre jetzt auch nicht mehr eigentlich nötig, aber gut. Er piekt. Ah, die Zone wird's regeln. Ich frage mich, ob der andere rechts runtergelaufen ist oder noch hier oben an der Platte wartet. Es sah am Anfang schon so aus, als wenn er sich weiter links rumzieht. Also es kann sein, dass er relativ straight vor uns schon ist. Okay, will. Schön. Der andere muss hier sein, der smoked. Sauber. Der andere ist hier. Ich glaube, er ist genau unter mir. Ja, ist genau unter mir. Müsstest du ihn sehen können. Nicht, du hast ihn. Ah, aber wir haben es. Ich hab's mal wieder geschafft, zwischendurch mein Visier umzuswitchen zum Rotpunkt. Ja, super nervend. Auf der M24 oder was? Nee, auf der M4. Was hat's denn vorher drauf? Nee, du kannst doch, wie das aussieht, das Rotpunkt switchen. Ach so, das ist mir schon ewig schon passiert. Ich hab dieses Dreieck, das offene. Und dann, wenn irgendeine Tasse treffe ich und dann hab ich auch immer einen Rotpunkt. Ich nutze immer das rote, das Dreieck. Das mache ich am liebsten. Ja, du hast grüne Dreieck. Aber ich finde das Dreieck am geilsten. Ich finde es am präzisesten. Ey, bei mir ist auch grün. Ach ja, auch für immer alles nach. Du hast mein Guide gelesen. Klar. Danke, Chat. Moin aus Schransbert. Moin aus Ivan. Hm. Ja, komm. Gehen wir mal raus. So langsam habe ich es begriffen. Sie wollen, dass sie im Hirama spielen. Naja, Mann. Aber auch Glück gehabt in der Mitte am Berg. Die beiden Teams, die wir am Berg da hatten. Wo du genockt warst, um auf dem Berg drauf. Oder noch von rechts, die denn hochpushen wollten zu dir. Ach so, ja. Ah, oh, das war auch super ärgerlich. Oh Gott.
Ja, ah, komm, ich würde sagen, einmal können wir nochmal raus. Ich will auch eine andere Map spielen, so langsam. Und dann diese Frage, hast du etwa kalte Füße? Und dann würde ich gerne ausholen und so eine klatschen. Na komm, dann lass es uns tun. Aber noch. Jetzt noch im Abendrot, ja. Jetzt sagen, haben wir auch noch nach oben. Na toll. Diese Dämmerungsgeschichten und Nachtsgeschichten könnten sie, wenn es dann irgendwie auch alle, einfach alle rausnehmen. Ich finde die einfach nur nervig. Unnötig. Richtiger Quatsch einfach nur. Ist halt nicht immer gut gemacht mit irgendwelchen Filtern und Co., ne? Bisschen merlich, bisschen weniger. Ich finde, manchmal ist es immer ganz komisch, weil die Farbgebung dann ja auf einmal so anders ist. Und dann ist alles irgendwie so ein gutes Stück irgendwie kontrastreicher. Finde ich immer, sieht alles ganz komisch aus. Mhm. Ja, und wenn du gegen die Sonne spielst, ist es immer blöd. Hm? Ja, noch keine Runde mit schlechten Ping gehabt. Was mich ein bisschen wundert. Hier habe ich jetzt eine höhere als sonst. Ich habe jetzt knapp 40, sonst habe ich ja so 25. Ich habe eine 7er. Was lebt sich gleich? Es wird gleich besser, wenn die ersten rausfliegen, die eine hohe Ping hatten. Ja, noch bleibt ziemlich konstant. Na, jetzt ist er bei mir echt, dass ich auch höher geworden. Wir haben ein, zwei irgendwie bei uns. Hm. Und auch Lucifer. Moin. Einer landet hier. Und der zweite sogar auch. Okay. Komm, du willst sowas looten. Ist keine Granate? Bin knocked. Mhm. Unterhalb? Mate angeschossen. Oder beim Zweitwurf? Mate angeschossen. Bei Gelb noch? Hier sind sie. Noch ein Treffer. Ich gehe hoch. Ist hier drin. Jetzt habe ich das Spiel umgeschaltet. Hier drin ist er. In dem Gehütchen. Er kommt hier raus. Ich komme auch an. Er holt jetzt sein Mate hoch hier hinter. Nee, tut er nicht. Er aimt. Ich gehe wieder zurück. Tschüssi. Eine harte Zangenbewegung, ey. Ich hatte mega Luck. Direkt ein Visier gefunden. Die AK, ich meine, wenn du noch gar nichts anhast. Steam Singlefire ja immer noch relativ gut, also das passt schon. Hier liegt noch ein Vierfach. Mhm. Okay, okay.
Oh. Zweierhelm noch mal hier hinten. Ich bin zwei komplett. Ich glaube, bevor ich hier an die Gräber springen würde, würde ich ganz wegspringen. Wenn ich sehe, hier landen noch welche. Ja, so oder so. Also die Gräber zu looten macht gar keinen Spaß. Das geht gar nicht. Ja, vor allem, wenn du vorher hier einen hast. So, hier gibt es jetzt nichts mehr zu holen scheinbar. Ja, so richtig. Jetzt auch nicht für mich. Das untere Haus ist noch nicht gelootet. Ja. Ich habe was gesehen, glaube ich, oder? Ich habe einen Schatten gerade gesehen. Ist deiner? Nee. Dann ist was vor uns. Jetzt in der Kirche wahrscheinlich. Ja, ich höre selbst der Kirche. Kommt zu mir. Nein. Ist der zweite bei dir? Ja. Treppe? Nee. Sondern? Unter mir, direkt hier. Rausgenommen. Sehr über nichts mehr. Ich höre nichts, ich sehe nichts, er könnte sonst wo sein. In der Kirche, oder? Ja, der kam zu mir hoch. Hat nämlich noch einen Schatten gesehen. Willst du einen Achtfach spielen? Oder hast du schon einen? Oh yeah. Da komm ich doch glatt dazu, Michael. Auto? Auto? Moped? Fährt aber weiter. Das ist zum kleinen Vorsprung. Das gibt's doch nicht. Ah, Hubschrauber auch unterwegs. Ah. Ja, wir müssen auch ein gutes Stück nach Norden. Wir können selber mal gucken, dass uns mal ein Fahrzeug kommt. Ich brauche mal Muni. Ich habe für eine Waffe gar keine Muni. Was denn für Muni? 7er. Echt noch 7er? Wenn ich ein bisschen 7er, kann ich ja gehen. Unten wird auch gut gekämpft. Ja, ich gutes Haus noch ein bisschen. Hier gibt's 7er. Gefunden. Hier gibt es 7er. Hier noch, das nehme ich mit. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Ja, ja, ich sehe hier zwei. Hast du die Muni mitgenommen? Ja. Auto kommt. Beifahrer hat einen Hit. Ich glaube, die haben gehalten. Ja. Aussagen. War noch Italian Striker. Ja, die haben wir 3 Meter zweimal. Gestern und Donnerstag oder so. Ist cool. Macht echt Spaß. Ich war mich ja. Sehe einen. Warte. Wo? Dort. So nah. Ich nicht getroffen. Ich hempel. Ich werfe nur Täusch. Die müssen ein bisschen Schaden gemacht haben. Sicher, dass sie an meinem Hügel sind, Micha? Jep. Da ist nur Auto reingestiegen, scheinbar. Hast du ihn? Nee. Nee. Ist es über dir, der andere? Ich hab den unten mit einer Nade am Stein. Hab den oben. Sauber. Hatte schon Schiss, dass meine zweite Nate ihn auch schon finisht, weil jetzt hat er uns viel mehr gebracht, wenn er nicht tot ist. Stimmt eigentlich. Was hat die für Waffen? 5er und 7er Muni, M16 und AK. Das ist unglücklich.
Plus mir hat sehr viel Spaß gemacht. Call of Duty. So ein paar Stündchen werde ich es wahrscheinlich sogar spielen, wenn es dann da ist. Ja, ne? Sagen, können wahrscheinlich gleich weiter. Sind die einfach Waffen oben? Boah, ich weiß nicht. Können wir mal hochfahren. Aber ja, kein Stress. Haben wir nicht, oder? Ich glaube nicht. Nee. MK ohne DBS. Glück gehabt, dass wir nicht so allzu nah bei ihm dran waren. Mhm. Wenn du ein bisschen Fünfer brauchst, ne? Da hätte ich was. Leider kein MG bis jetzt. Hast du es denn gespielt, Talent Striker? Vielleicht war es ja für dich ganz cool. Also ich werde spielen. Ich werde auf jeden Fall den Multiplayer spielen. Und die Kampagne sowieso. Auto hinter uns? Ich fliege. Hubschrauber. Direkt. Oh, kommt aber gut. Schön. Einer ist gefallen. Ja. Wir haben rausgeballert, glaube ich, ja. Am Baum und einer läuft, den siehst du wahrscheinlich. Oh! Das geht auf mich! Sein Mate ist knocked, der gerade geschossen hat. Hat einen Treffer. Naja. Zeit zu gehen, Michael. Ja. Ab in die Zone mit uns. Trotzdem finde ich es halt so witzig, dass sich bei Call of Duty so viele beschweren, dass es da halt, ne, quasi irgendwie nur recyceltes Zeug gibt, wieder zum Vollpreis. Ich finde das so witzig. Es ist halt Call of Duty, das war halt schon immer so. Es waren immer nur Minimalsveränderungen von Jahr zu Jahr und dann trotzdem halt wieder ein Vollpreis. Aber weil es diesmal halt die alten Maps sozusagen sind von Modern Warfare 2, regen sich da jetzt irgendwie relativ viel auf. Ja. Ich finde es tatsächlich sogar ganz gut. Ich mag die alten Maps. Auto, 12 Uhr. Schneller meinst du? Leicht links von uns jetzt. Ich glaube, ich verzögert. Ich sehe sie nicht mehr weiterfahren. 12 Uhr am Auto, rechts vom Auto. Steigt jetzt ein. Da er drauf schießen müssen. Ich wusste nicht, dass er uns so nahe kommt. Ich dachte, er dreht eher ab. Der hat versucht, uns zu rammen, würde ich sagen. Also, es ist wie ein Rammen. Ich halte hier beim kleinen Häuschen. Mhm. Können wir auch schön mitmischen. Beim Drop. Mehrere Autos, Drop, Smoke. Auto aber auch. Mhm, zwei. Hier irgendwo. Oh. Sorry, zu weit gesprungen. Hm? Sorry, ich dachte, wir wären hier vor die Latichte gesprungen. Nee, nee. Die sind immer noch zu sehen, genau, sehr schön. Ist
dahin geht, so, da schießt es noch relativ kerzengerade und dann irgendwann. Wie gesagt, die Geschwindigkeit der Kugel, das macht mich irgendwie wahnsinnig bei dem Ding. Außerhalb wird noch ordentlich geballert. Läuft ins Länder. Hier ist ein Rohbau. Ist auch nicht mehr drin. Ich hab keine Smoke mehr für unser Auto, warte. Pass mal um. Hab ihn knockt. Das heißt, sein Mate muss aus dem Gelände wahrscheinlich gleich wieder hochlaufen. Yep, da kommt er. Treffer. Naja, die sehen wir nicht. Der kann ja. Ich würde sagen, wir nutzen die Zeit und gehen mal selber hoch. Sieht man es hier noch drin? Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht. Oh ja, sehr gut. Das tut echt gut. Die Schüsse vor uns links sind gar nicht so weit weg. Ich würde sagen, wir gehen eher rechts um den Berg rum. Ich sehe so unten noch Kämpfen im Gelände, da haben wir auch ein bisschen Zeit. Ah, ich wollte gerade nochmal Schuss setzen. Ja, ich sehe einen so schön da unten rumrennen. Ja, aber dann erst stand er, wenn er still wäre. Okay, das bringt's halt nicht, müssen wir eher rein. Ja. Das bringt's halt nicht. Die Zone wird gleich wehtun. Oh, das ist ein genockter Micha und alles. Oh, wir haben ein großes Problem. Gelb obendrauf. Das war's, wir kommen hier nicht rum. Dann rechts rum. Bisschen mehr habe ich auch noch. Wir können ein gutes Stück nach außerhalb bleiben, das geht noch. Jetzt können wir uns fast sogar überlegen, zurück zum Auto zu gehen. Mhm. Jetzt hätten wir auch unten draufballern können. Holst du das Auto wirklich? Gleich, ja. Ja, ich bin unterwegs. Ich kann schon irgendwas abgreifen. Unten auf jeden Fall nochmal einen angeschossen. Ja, jetzt fahren sie. Versucht den noch einen Reifen zu zerschießen. Boah. Ja. Aber die Zone. Ja, perfekt. Sehr gut, dass wir den Wagen jetzt doch noch holen. Witzigerweise habe ich auch einen Wagen. Ich bin unterwegs. Ich hätte den Wagen, brauchst eigentlich theoretisch nicht kommen. Wie du willst. Jetzt haben wir, versuchen wir wirklich irgendwie einmal komplett in den Rum reinzufahren oder sowas. Ich hoffe, mich jetzt hoch in dem Steig ein. Soll ich einen Bogen fahren, um dich nicht zu verraten? Nö, hier ist nichts. Na gut. Ich glaube, ich gebe mir nochmal einen Koffer. Ich würde auf jeden Fall versuchen, wirklich durchzufahren. Also ein bisschen links dran vorbei. Schauen wir mal. Bisher sehe ich und höre ich nichts. Leben auch noch ein paar. Ist halt die Frage, ob das Gelände hier vor uns links besetzt ist. Aber das werden wir wahrscheinlich gleich rauskriegen.
jetzt nur von der Stadt geschossen. Am Gelände sehe ich jetzt erstmal nichts. Ich würde auch sagen, wir können hier wahrscheinlich bleiben. Noch dran? Nee. Also wahrscheinlich eh gleich weiterfahren müssen, sobald die Zone zu ist. Ja, hat immer die Augen weggeschmissen. Schau gerade, ob irgendwer noch den Berg runterrennt. Ich sehe Mündungsfeuer. Böses Ding. Schön, schön. Ja, sind weg. Schade, kommt gar nichts mehr rein. Oh, schade. Smoke, ach gut, hast selbst markiert. Ich erkenne da gar nicht, wo sein Kopf ist. Achso, doch, der ist weg von uns. Ja, wir müssen zurück zum Auto. Hilft nichts. Wo ist denn deins? Ist das näher? Ja, mein steht auch noch drin. Ja. Na, sehr gut. Brauchst du noch Buffer oder irgendwas? Ich hab 3 Buffer, 6 Koffer, 1 Medikit. Na gut. Müsste gehen. Immer noch 14 Leute. Hart. Ja, ne? Manchmal habe ich dieses Grappling-Hook-Gedanke, weil ich diesen einen Dude bei Battlefield spiele. Wenn ich die Container sehe. Ich glaube, allzu viel passiert hier nicht. Bei uns? Wo? 2 Leute. Upsis. Schießt du? Nee. Zweites Team in der Halle. Shit. Nicht verkehrt. Oder doch? Ey, mal so kurz, ich hab gesagt. Meine ist so oben dran geklatscht. Wir haben links von uns einen Drop. Da fährt sogar einer ran. Ja. Ja, gesehen, einen Bus, ne? Vielleicht kurz warten, wir müssen Glück stellen, dass sie das dann abballern können. Nope. Shit. Weder noch. Nicht mal den Bus sieht man. War einige gestorben. Also jetzt viele aus der Stadt raus, ne? Ja. Der Hügel hier könnte noch gut sein. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, erstmal bleiben. Es läuft einer, das ist 120. Der Bus fährt zu den Hügel an. By the way. Schade. Jetzt ist einer im Job gewesen. Wir haben hinter uns welche, so wie wir gekommen sind.
Linke Seite. Auch durch? Ja. Hab ich von der Seite gesehen. Ach Mann. Schade, der eine wäre sogar noch rechts rumgelaufen. So ein großer Mist. Ärgerlich. Nice. Hast du eine Auslage gemacht? Ja, mit 6 Kills. Wären die 10 Kills und 6er Schaden lieber? Ja. Mir schon. Klar. Mist, Mist, Mist. Hab mich so drauf gefreut, ihn jetzt rechts rumkommen zu sehen. Und dann die aus der Halle. Ups. Ja, du machst auf jeden Fall zu mehreren Seiten offen, auch der Hügel-Dude, der Bus. Tja. Deswegen bin ich nicht rechts rum. Ja, dieser komische Flur so zwischen der Mauer und dem Container war tatsächlich auch nicht wirklich geil. Konntest immer nur so ein bisschen weiter zurückstehen und ja, dann wieder nicht so richtig zielen. Immer noch Ellie. Das war schon. Naja. Ich hoffe, du bist noch da, Lucifer. Auch von mir alles Gute. Ich drück dir die Daumen. Ja? Lucifer. Ich verabschiede mich mal zumindest temporär für eine Weile. Werde am Mittwoch operiert und werde definitiv eine Weile außer Gefecht sein. Ja, dann good luck und melde dich mal. Ja. Also. Ja, definitiv. Ob alles in Ordnung ist. Und gut Besserung und allem, Lucifer. Kommt alles wieder. Wir spielen wieder zusammen, DayZ. Ich bin mir ganz sicher. Tatmorg mich, hä? Daily Business. Ruins ginge sogar auch, ne? Gar nicht drauf geguckt. Ja, komm, was Tatmorg? Hat sich nicht bewährt, aber machen wir es trotzdem. Ja, Tatmog ist schon ein bisschen spezieller. Ich sehe 5 Leute, die springen hinter uns. Fünf. 2 vor uns. Um 2? Ja, keine Ahnung. Auf dem Hügel sind die gelandet, die 5, gegebenenfalls, oder was? Hab's markiert, okay, genau. Mir okay. Ja, was Schönes. Was Schönes, sagte ich. Also ich habe schon mal eine ganze QBZ mit Red Dot, Red Light. Red. Red Light. Das habe ich auch. Jo, wenn alles gut gegangen ist, zurück mal sehr gut, er hat's noch gehört. Sehr schön. Wir warten schön auf dich, Lucifer. Ach ja. Wollen wir den Hügel anlaufen zu den vielen? Wie sieht's aus? Was hast du schon? Ich hätte gern noch ein Visier. Was Größeres als Holo. Tatsächlich. Okay. Schau ich mal. Vielleicht den Hügel. Ja, den Hügel, dann macht auf jeden Fall ein Visier Sinn. Ich hab jetzt einen Vierfach gefunden. Ja, sei es ein Zweifel, der muss. Ist auch okay. Sieht nicht so rosig aus. Irgendwas halt.
so geil. Ich habe eins. Wir können. Okay, perfekt. So geil wie der PUBG, ne? Ich habe sogar ein, zwei Waffen jetzt schon liegen lassen und ich habe 9 dabei, aber ich habe keinen Koffer. Jetzt den allerersten. Okay, Koffer kann ich auch noch angeben gleich. Ich hab 3. Hier liegt. Achso, ne. Was ist denn das? Lass ihn mal hoch. Was? Warte. Ja, lass ihn mal hoch. The match, das Match. Ich brauche bald einen neuen Kaffee, wenn das so weitergeht. Machen ja quasi ja dann nonstop eigentlich, ne? Wenn wir dann bis 12 Uhr auf 24 Uhr durchziehen. Ich muss ja nur instant switchen und so. Ist der Sonntag der feuchte Traum eines jeden PUBG-Zuschauers bei mir. Es hat aber nichts geschossen, ne? Also. Nö. Hast du eine DMA oder was hast du? Hä? Als Range-Waffe. Ja. Zusammenhang? Ja, aber du hast einen Charlie Lee, sehe ich gerade. Ja, hab ich. Ich hab nämlich auch einen. Und du hast keinen DMA, oder? Nö, hab's auf der QBZ jetzt noch. Sehe nichts, was komisch ist für das Gelände. Ja. Ich habe mich verguckt und die sind noch rüber, aber eigentlich sah es schon sehr stark danach aus. Ich gehe mal hier an das hier vorne ran. Ich guck mal, ob ich hier was sehe oder höre. Wenn nicht, sind wir an der Brücke auch nicht verkehrt, wenn ich mir die Zone so angucke. Ja, noch. Naja, geht. Momentan ziemlich mittig noch. Hier sind offene Türen. Wie ist die Richtung im Wald? Ja, nicht. Hier scheint nicht zu sein. Haben sich bestimmt gut verteilt dann, ne, irgendwie. Vielleicht sind sie schon auf der Brücke. Oder hier irgendwie hin oder sowas. Ich glaube, ich gehe mal zur Brücke. Das heißt, es kann sein, dass sie mich gesehen haben, sie jetzt gar nicht mehr bewegt haben. Kontakt hinter mir, da wo wir hergekommen sind, am Rand. Okay, mal ungefähr. Ja, warte. Hier. Da, ui. Ist nicht so gut. Habe ich gerade noch ein Bäumchen dazwischen. Da musst du aufpassen. Ich habe bisher nur eingesehen. Sehen. Schaut nicht zu mir. Ich versuche mich, glaube ich, ihm zu nähern. Im Rücken. Und ich habe einen Klaus bei mir. Ah, ich komme wieder auf die andere Seite. Ich komm runter erstmal. Eine Smog? Ja. Ina, sind die schon dran? Der ist im Tal runtergerannt quasi. 30 Meter. Müssen die anderen den doch mal langsam beschießen? Knockt. Ist über mir jetzt. Am Stein vor mir. Ich hab links noch gehört, den nächsten. Jetzt wird er auch von den anderen beschossen. Na danke. Ja. Dachte nicht, er piekt. Ich wollte erstmal den links vielleicht noch irgendwie holen. Das ist irgendwie schief gelaufen. Ja, also ganz langsam müsste ich auch mich verabschieden. Das Gründchen wird noch gehen. Ja. Mhm.
Hier ist sogar auch echt Sonnenschein drin. Also ich glaube, nochmal so ein Stündchen rauskommen, bevor es dann heute Abend weitergeht, ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Mhm. Was haben wir denn jetzt? 14:36? Ja, ja, ja. Oh, solid schick. Moin Marcel, los. Muss ich auch noch an den Plan setzen für nächste Woche. Weil morgen ist ja frei. Oder zum Teil. Muss aber gucken. Später, Nightcheck. Ja. Was ist das für eine Flugroute? Nochmal dahin? Gut, dann findest du nicht. Oh. Wollen wir da anspringen? Ja. Zweimal PUBG. Ja, Marcellus. Ja. Aber es gibt einen großen Unterschied. Es wird schon YouTube. Ja. Ich hatte ursprünglich, war es nicht ganz klar, ob ich heute nicht vielleicht mittags auch noch mal ein bisschen was anderes mache, also ob es eher nur ein kürzerer Twitch-Stream wird. Machst du? Hm? Ja. Machst du auch. Oh. Ach, sowas anderes meinst du? Ach, ein kürzer Twitch-Stream nicht, okay. Wir haben einen bei uns, ein Team meine ich. Ich würde sagen, zwei. Die vor uns drehen noch weg. Sind die Halle hinter dir? Eine Schröte, glaube ich. Hier ist deine Dragunov. Was ist das für eine Halle? Wirklich nur DMAs und SRs gefunden. Kann ja auch, glaube ich, mehr nicht dienen. Hier ist nichts mehr drin, ne? Hallo. Und nochmal zwei SR hinterher. Boah. Hast du einen Helm bei dir gehabt oder sowas? Nope. Ein Einserhelm. Da ist doch noch einer. Ach, da ist noch einer. Ja, ich stehe nämlich. War nicht mal durch. Witziges Gelände irgendwie. Oh. Oh, hab erstmal ein Visier im Nahkampf. Oh, besser. Hier lege ich Attachments raus für AR. Ist erstmal nichts. Guck ich rein, da war ein bisschen was war dabei. Am Magazin und irgendwie so. Ne, ich meine, an Gegnern sehe ich gerade nichts. Ist arg ruhig. Ist auch ganz gerne vorher mal kurz ein bisschen sehen. Ja, jetzt sehe ich einen ganz weit rechts außen. Hm, zählen auch. Zielt schon auf mich, was mich ein bisschen komisch finde gerade. Ja, zielt schon. Hm, ich dachte, er switcht früher ein. Versuch rechts rumzukommen. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme.
Echt? Man kommt ja auf den ganzen Wald da, ne? Diepe, so moin, moin. Achso, das ist ein anderes Rechtsrum. Ja, ich nehme das links rechtsrum. Danke, Dorschen Aligado, für dein Prime-Abonnement im 14. Monat. Vielen lieben Dank. Und hallo. Weiter komme ich jetzt hier jetzt nicht mehr rechts rum. Ich würde es beim Dach versuchen wollen. Ich kann halt mal gerne wissen, wo die insgesamt sind. Scheibe? Mhm. Fenster rechts von mir, Nordwesten. Soweit? Weißt du das? Ich hab nur einen gesehen. Zwei Mollys. Ist ein bisschen zu weit weg, ne? Ah, Drops. So's. Bett? Waren die das jetzt? Ich glaube nicht. Klingt fast so. Passiert nichts, wenn ich hier vorumlaufe. Ich würde aber auch nicht riskieren, ins Haus reinzugehen. Dann bist du so schnell weg. Ich hätte nicht beschossen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück und weiter nach links. Es könnte der mit dem Moped durchaus gewesen sein. Noch ein Vierfach. Nicht verkehrt. Brauchst du noch eine Abonnier? Ja. Bring ich mit. Ich meine, irgendeinen hatten sie auch erwischt, aber ich hatte nicht mehr gesehen. Ja, kam weg halt, ne? Vielleicht. Hm? Will das jetzt auch nicht riskieren. Ich denke auch. Oh ja. Ich würde sagen, mal gucken, was da loskommt. Ja, meiner. Okay, hier, guck mal. Der Koffer? Ich kann hier einen abgeben, ja. Sehr schön, danke. Aber das Gelände prinzipiell gesehen ist hier gar nicht so verkehrt. Das war ganz witzig, ja. Guck mal, hier sind sogar noch mehr Gebäude, ne? Hier geht's ja rein natürlich noch weiter. Auto auf Osten ist gerade weggefahren von uns. Mhm. Denken wir, der ist gegangen. Mhm. Na gut, ja, na dann. Ich brauche noch eigentlich alles Mögliche für meine MP. Und ein Magazin wäre ganz geil. Mhm. Und was mache ich mir nun gleich zu essen, Michael? Ich weiß es nicht. Ich weiß es schon, hast du doch gesagt. Ja, aber Salat. Aber das tönt mich jetzt auch nicht so richtig an. Mhm, kann ich verstehen. Ich muss auf jeden Fall auch eine Ortschaft gleich weiter. What? Vielleicht hole ich mir was auf den Rückweg. Ah, ja, Magazine Grande hier drin. Ich brauche nichts Taktisches und doch, tatsächlich, ja, die Drago braucht nur eins. Da hole ich mir vielleicht auf dem Rückweg was. Hm. Selbst meine anderen Attachments hier sind irgendwie ein bisschen für den Arsch. Ist das, was ich so alles brauche? Zum Beispiel so ein MP-Magazin? Bis jetzt irgendwie nicht. Ja, MP habe ich generell wenig Stuff gefunden. Vielleicht wechsle ich gleich. Hier lag noch eine M4. Aber eigentlich habe ich... Ja, eigentlich habe ich mich auf eine Runde MP mal gefreut, so zum Abschluss. Kommt ja eher? Ja, für die Trago noch. Willst du dann einen Minusverdämpfer haben? Nö. Wie Sniper? Hab ich schon, danke.
Hey, wo ist denn das Auto? Jetski hatten wir hinter uns. Ja, aber hier in der Garage fehlt ein Auto. Hast du es? Nee. Aber das hier nenne ich mal eine offene Fläche. Like raised. Für dein Follow, danke sehr. Das sieht doch nett aus, ne? Ja, wir müssen das Jetski holen. So. Halber Griff? Nee, die Auto? MP? Auto, die Straße hinter uns links. Ja, dann müsste gepasst haben. Ja, ich gehe zum Jetski zurück. Willkommen zurück, Ultra Series. Wie war das Päuschen, Doktore? Wahrscheinlich hat er auch ein Mittagsschläfchen gemacht. Also ich glaube, hätten wir so vor ein, zwei Stündchen Schluss gemacht, hätte ich mich, glaube ich, eine Stunde hingelegt. Essen? Irgendwas war doch mit Essen. Es ist immer irgendwas mit Essen. Essen eingeladen, irgendwas war da, ich hab's gelesen. Was holst du denn jetzt? Großartig. Ich? Ja. Ach, keine Ahnung. Scheiße, nicht, ob ich mir was hole. Ich hab ja auch nicht viel über, weil auf Asiatisches hab ich gar keinen Bock. Siehst du so? Ja, zwei Leute am Stein da. Bevor wir fahren, können wir so ein Stückchen nähern. Die steigen wahrscheinlich gleich an. Ich überlege sogar fast eher den. Legt dir eher den Reifen zu zerballern oder sowas? Ja, ich hab fast deckelt jetzt. Können wir ihn vielleicht noch ein bisschen ärgern? Oh, warte, ja. Das kann ich auch auf den Weg machen. Das ist halt hier so die Sache. Gut, ich meine, hier gibt's halt so direkt dran, wenn ich jetzt nicht super weit gehen will oder sowas. Eigentlich fast nur Döner. Pizzeria, da gibt's noch was. Ich könnte Döner, ich könnte Sushi. Weil die könnten auch teilweise noch in der Mittagspause sein. Ja, aber da fährst du ja schon Auto. Mein so. Ich fahr sowieso Auto. Ach so. Muss auf jeden Fall noch zu meinem Vater heute. Ja, gut, ich kann bei fast allen. Oh, rechts im Feld. Oh, shit. Kann nichts machen. Ich hab keine MP. Das hat weh getan. Geht. Einmal hat er mich getroffen am Fuß. Oh, ich war schon wieder auf welche zu. Hier erstmal, im Bein. Ich höre hier noch irgendwas komisches aus dem Flugzeug. Achso, ich habe F7. Ja, irgendwas stimmt nicht. Das können wir aber eigentlich gleich wieder zurückschauen. Ja, guck dir mal, ob du ein Magazin nicht findest für die MP. Ja. Ich schau vor allen Dingen auch nach. Auch nochmal im Verband oder sowas. Nach Koffern. Ich hab 4 Koffer. Ja. 2 Leute springen ab auf 355. Ist das ein Kranengriff? Nö, ich hab. Alles, ich bin komplett außer Charlie. Ach, passt schon, ich komm mal hoch. Ich krieg hier 2 Koffer raus. Auf was hast du geschossen? Orange markiert. Sind 2 über den Links gekommen, über die Luft. Archies, die sieht man, glaube ich, nicht. Noch nicht, jedenfalls. Ich warte nur, bis uns jemand von der Burg irgendwie tötet. Mhm. Aufs Auto geschossen oder hast du das gesehen? Ja. Nö, hab beim Auto mal 2 Reifen weggenommen. Geht sich noch nichts hier rein. Naja, die Zone ist auch ein Stück entfernt nochmal jetzt. Gut, aber wir haben ja unser Jetski.
Naja, das ist nicht das Thema. Ich meine für die anderen. Zeigt euch. Auto rechts von mir, die Straße runter. Danke, ne? Durch. Ja, hinter der Tanke. Gut. Könnte, wenn sie im Bogen gefahren sind, sogar aus deren Richtung gekommen sein. Sagen, tschau, fahr mal rein. Ja, hier ist auch nichts passiert hier hinten. Nee, nee. Jetzt wird es kälter, vielleicht gibt es ja bei dem bayerischen Restaurant schon wieder Gänsekeule oder so. Das wäre genau das Richtige für die Pause. Gelände wahrscheinlich, ja? Mhm. Ich schau da mal runter. Safe, ich auch. Seh nichts. Ich geh ein bisschen rechts rum. Einen Schuss drin gehört. Ziemlich sicher. Ja. Läuft hier rein. Auto. Dann noch. Bin mir echt nicht sicher, ob das nicht im Berg landet. Ich habe ja kurz gezögert zu schießen. Immer noch bei weiter. Geld? Naja, einer muss noch sein. Ja, bei dem Auto sind glaube ich auch Jobs gelandet, der wird dorthin. Könnte ich mir vorstellen. Isha? Okay. Und ich? Ah, die haben doch oben gehalten. Ich versuche den in die Seite zu fallen. Geht's bei dir erstmal, oder? Naja, wenn der unten anfängt auf mich zu schießen, bin ich tot. Macht er. Das war's. Haben sie doch gehalten oben. Schade, schade. Plumps. Ist hier an der Kante? Er kommt vor, geduckt. Schön. Hat eine Nate geschmissen? Ihr habt noch unten ein Auto in ihrem Gelände. Das würde ich sogar, glaube ich, fast nehmen wollen. Steckt ein Medikit raus oder hast du eine? Habe ich noch. Schön, dass du nicht mehr alleine, dass du noch alleine war. Mhm. Ich hole Koffer noch irgendwas. Mir liegt auf halt. Der Flieger macht mich wahnsinnig. Das Auto steht hier. Ich hab hier auch eins. Lass uns in einem fahren. Er hat einen Reifen weniger, aber geht noch. Das könnte ganz sein, das steht hinter uns. Ah, bei dem Auto geht er eigentlich teurer. Brauchst du einen Kompensator AR? Nee.
Ah, ich kann sie hier reinlegen. Hast du Koffer rausholen können? Nee. Ich glaube schon, ich habe drei, also wahrscheinlich habe ich einen gelootet. Ja, dann aber es ist unbewusst passiert. Warte mal. Das ist gar nicht so verkehrt hier. Die hinter uns geschossen haben, sind Nordosten. Ja, ja, die können wir abfangen. Rechts, 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 läuft schon. Ah! Sorry. Hat drei Treffer, liegt. Sehe keinen anderen. Der ist den Hügel, glaube ich, schon angelaufen. Ich habe ihn angeschossen. Ich gebe mir den Koffer erstmal. Hast du deinen Instant bekommen? Nee. Glaube nicht, bin mir aber gerade unsicher jetzt, wo du fragst. Ja, weil der liegt. Ich habe dich nicht finishen gesehen. Dann war der vielleicht doch Instant. Dann haben die von der anderen Seite mitgeballert. Aber einen Kill hast du bekommen. Auf dem Dach? Och Mann, hab ich mich erschrocken. Ja. Nicht getroffen, Gilly. Wollen wir weiterziehen? Ja. Da steht ein Flieger auf 210. Ja, das sind der Abgestürzte von vorhin. Ja, nicht gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, wo er abgestürzt war. Aber. Moin noch John, John. Zwölf Uhr, das Auto, aber auch noch ein weiteres Team. Gar nicht so verkehrt. Der Stein hier kommt, genau den habe ich gesucht. Angst, wenn der Stück gleich weg ist, dass wir super offen sind. Den letzten aus dem vom ersten Team. Direkt bei uns. Ich sehe nicht. Hast du ihn? Nee. Hat Treffer. Knockt. Ich geb mir den Koffer, Max. Der holt sich wieder. Danke. Gehen wir zurück zu unserer alten Pose. Hier kommt noch was. Welche Richtung? Bin ich ganz sicher. Ich habe jetzt eine Menge Koffer. Welche Richtung? Kommt noch was, meinst du? Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube Süden. Sind nicht mehr drin? Ich höre auch kaum was gerade. Erschrocken. Direkt zwei Leute. Alter. Ich war mir so sicher, dass sie über mich rüberplumpst und dann tippt die da genau bei mir auf. Ja, ärgerlich. Aber witzig, was abgegangen ist gerade. Ja. Na ja, gut, dann gibt's erstmal Päuschen. Wir sehen uns dann in 2 Stunden schon wieder auf YouTube. Da werden wir auch PUBG spielen heute Abend. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Ich werde euch weiterschicken zu Phil. Ja, der spielt tatsächlich auch PUBG. Insofern bleibt ja quasi für euch jetzt alles beim Alten. Er ist ja auch aus der Community, insofern bleibt's auch alles beim Alten. Wisst ihr also Bescheid. Vielen Dank für alles. Und, grüß schon. Ich gehe jetzt erstmal raus. Adieu.